Ja, Leute, seit gestern kam Hades 2 raus in Early Access. Es war ja bekannt, dass in Early Access kommt. Ich war so ein bisschen skeptisch, ob ich das überhaupt zum Early Access Release spielen will und nicht lieber warten will, bis es fertig ist. Aber Early Access Version ist schon bei 0.9. Und die haben gesagt, diese Version hat bereits schon mehr Content als der komplette erste Teil. Also ist das wohl nicht einfach nur ein kleines Ding und ich muss jetzt 3 Jahre Woche für Woche, Monat für Monat neuen Content oder so spielen. Sondern das Ding ist schon riesig und womöglich schon so gut wie fertig. Als ich das gelesen habe, war ich im Hype drin. Dachte mir, holy shit. Ich hab Bock. Scheiß auf Early Access. Ich geh rein. Wenn ihr nichts davon gehört habt bisher, Chat, Hades 1 war, ich glaube, 2021 oder so. Bestes Indie-Game des Jahres oder so. War ziemlich gehypt. Ist ein Roguelike, was einen sehr coolen Artstyle hat mit sexy Charakteren, die alle hot sind, alle geile Stimmen haben. Die Musik ist insane geil. Ja, ist so von so einem Typen gemacht, der ist richtig, richtig leidenschaftlich die Musik macht. Gibt's auch viele YouTube-Videos und so. Ein legendärer Typ. Und spielerisch war es auch sehr cool. Für ein Roguelike mit viel Variety vielleicht eher nicht so geil. Aber wenn es darum geht, geile Action, fast-paced Action, war schon ganz geil eigentlich. Und ich mochte es sehr gerne. Ich habe sehr viel gespielt. Und ja, der zweite Teil ist da, Chat. Und wir gucken uns das an. Kann mich beim Spielen nicht konzentrieren, wenn ich jemanden wie Zagreus spielen muss. Ja, das ist jetzt ein Spiel, der zweite Teil, das spielt nicht mehr Zagreus, sondern das Girl. Das heißt, kein Problem mehr für dich. Du kannst dich jetzt konzentrieren. So, ich habe hier kurz schon mal gestartet, um die Steuerung zu testen. Wir gehen rein, Leute. Kennst du dieses Video von einem Typen, der die Schuhe vor der Musche klaut und die dann verkauft? Nee. Zagria, ja, bestimmt Zagria. Nee, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die Tochter von Kronos. Ich kenne ihren Namen nicht. Aber ich glaube, das ist die Tochter von Kronos, ne? Irgendwie so? Also, der erste Teil, da hat man Zagreus gespielt und das war der Sohn von Hades. Deshalb hieß das Spiel auch Hades, weil man da gegen seinen Vater quasi gekämpft hatte. Und irgendwie... Oh, die ist auch eine Tochter von Hades, eine verlorene Schwester von Zagreus. Ist das noch lore-wise richtig? Also in der Mythologie meine ich. Das basiert ja auf der Mythologie hier. Griechische Mythologie. Und gibt es in der griechischen Mythologie wirklich das Girl? Oder haben die ja komplett erfunden? Die machen jetzt ihre eigene Mythologie. Few tales are told of Hades, whose reign as grim lord of the dead came to a sudden end when all at once his past caught up with him. But gods do not go quietly, and history repeats. Wo ist der Gay-Fanservice? In Teilzeit kommen sehr viel. Ich bin mir sehr sicher, es kommen wieder sehr viele hotte Boys. Kronos. Erebos. Die Unterwelt. Melinor ist in der griechischen Mythologie eine Nymphe in der Unterwelt. Ihr ist der 71. Hymnus der orphischen Hymne gewidmet. Melinor ist die Tochter von Zeus und Persephone und wurde gezeugt, indem Zeus die Gestalt von Persephones Gatten Hades annahm. Oh, du hast schon die Story gespoilert wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird die Story sich darum gehen, dass sie irgendwie die Tochter von Hades ist oder so. Und dann kommt am Ende der Plot-Twist. Das war gar nicht Hades, das war Zeus. Ja, wenn man die Mythologie kennt, dann ist das wahrscheinlich schon bekannt, ja. Zeus bumst also die Frau von seinem Bruder. Junge, Zeus hat alle gebumst. Zeus hat alles gebumst
und in jeglicher Form. Zeus ist eigentlich ein richtiger Wichser. Okay, let's go. Neues HUD, neues UI. Ich kann, wie auch im ersten Teil, dashen. Schlagen. Ich kann schon irgendwas schießen. Und ich kann so einen Bannkreis legen. Und ich kann jeden Angriff davon auch chargen. Und verbrauche dann Mana, wie zum Beispiel jetzt hier den hier. Und irgendwie, das ist irgendwie sowas wie Mana oder sowas, keine Ahnung. Und ich kann auch dann halt den normalen Schuss hier auch chargen. Genauso wie auch den Bannkreis chargen. Und so ein Shit. Okay, let's go, Chat. Zeus ist einfach durchschnittlicher Deutschrapper, weil er Mütter fickt. Oh, ist doch wieder geil, Mann. Ist wieder geil, Chat. Ist wieder geil, ey. Einfach geil, ey. Einfach wieder geil. Bannkreis, boom. Halt dich still. Also, sie scheint irgendwie so gerade so in ihrem. Ja, am Anfang des Spiels irgendwie so eine Casterin zu sein, ne? Also, sie zaubert so mit dem Zauberstab. Bin gespannt, was sie für Waffen haben wird. Weil Zagreus war ja wirklich einfach nur quasi ein Krieger, der dann halt mit Faustwaffen gekämpft hat, mit Speeren, mit Bögen. Und wenn sie ein Caster ist, mal schauen, was die für einen geilen Scheiß haben wird. Die fickt mittlerweile ja nicht nur Mütter, ach so. Wie kannst du das schon spielen? Ist seit gestern auf Steam draußen. Kannst du auch spielen. Kaffee bei dem, was bei dem Wetter? Als hätten wir 50 Grad. Das Wetter ist doch voll angenehm. Ich sitze hier gerade mit einem dicken Pullover. Dicken Jacke. Aber Chat, unser erster Boon. Das ist das, was in Hades die Items waren quasi, die dein Bild aufbauen. Wie zum Beispiel, du schlägst schneller, du läufst schneller, du kannst jetzt plötzlich Ninja-Sterne beschwören oder so, keine Ahnung. From Olympus and well met there, Sunshine. Look, we can't get to the Titan, but if you truly mean to stop him, then the least I can do is light your way down. Hallo. Gott des Lichts. Ich habe absolut nichts gehört, was du gesagt hast, aber mir gefällt dein kürzes Röckchen. Grüß vom Lippen und guten Abend, Sonnenschein. Hör zu, wir können im Moment nichts gegen die Titanen ausrichten, aber wenn du wirklich aufhalten willst, dann lass mich dir mindestens den Weg nach unten leuchten. Okay, wir kämpfen in dem Teil gegen die Titanen. Aus Herkules. Apollon, Gott des Lichtes. Okay, was hat er hier? Boah, die Musik ist so gut, Mann. Novaschlag, deine Angriffe fügen größeren Schaden in einem weiteren Bereich zu. Dein Sprint ist schneller und bewirkt nahen Gegnern Blenden. Während du in deinem Bannkreis stehst, stellst du langsam... Dann kann ich hier ein bisschen mehr mein Mana-Zeug benutzen. Ja, das hoffe ich mir auch, dass der zweite Teil hier mehr Variety an Runs hat. Also das war ja... Also du hattest natürlich im zweiten Teil auch Variety gehabt, aber... Also es war mehr oder weniger, wenn du dich auf eine Waffe am Anfang, du musst ja am Anfang eine Waffe auswählen und wenn du dich an die Waffe festgelegt hast, dann ist quasi jeder Run mit dieser Waffe fast das gleiche. Es war halt nicht so ein wilder Shit wie bei Isaac oder so. Ich meine, ich erwarte natürlich nicht, dass es jetzt so viel crazy Shit wie bei Isaac gibt, aber halt schon ein bisschen mehr als im ersten Teil. Warte, ich kann jetzt hier meine Mana heilen. Zack. Vengeance. Was ist das?
gewöhnliche Belohnung von Abschluss von Begegnungen. Okay. Okay, wird zum Freischalten. Okay, ist Währung. Ist Währung. Um fair zu sein, so viel Variety wie Isaac hat keiner. Ja, ja, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Das ist halt, kein Spieler hat so viel Variety wie Isaac. Aber ja, Hades 1 hatte schon beachtenswert wenig Variety. Na. Also da hat wirklich, wenn du 10 Runs mit den Fäusten machst, dann sind alle 10 Runs ziemlich identisch. Also nicht ziemlich identisch, aber ziemlich ähnlich, so. Du hast nicht bei jedem Run irgendwie was Neues. Und das Mana steigt ja wirklich schnell. Ja, ich kann voll auf Mana spielen eigentlich. Ja, die Dinger auf den Boden legen und da seine Mana regenerieren, ist ein bisschen clunky. Bin ich, glaube ich, kein Fan vom Spielstil. Wie weit fliegt das? Oh, ist eine gute Explosion. Ja, sind die Leylinien. Was geht ab, Kai Sander? Was ist das? Plus 10 irgendwas grün erhalten. Ist das geil? Can use this at my altar back home. Wird zur Erhöhung des Wissens und Aktivierung weiter. Okay, ist ja eine weitere Währung. Okay, eine Blume eingesammelt. Ich habe die Symbole vergessen, Chat. Also ich glaube, der Granatapfel hat generell, glaube ich, Stats geboostet, ne? Du konntest, glaube ich, auswählen, welches Stat du boosten willst. Und das war, was war das hier nochmal? Was war das nochmal? Mehr Leben? Ja, scheiß auf Leben, Leute. Jawohl. Komm. Erster Run, vielleicht ein bisschen vorsichtig spielen. Wailers. Ich habe auch schon irgendwelche Elite-Gegner am Start. Wow! Wow! Chill doch mal! Die geht wieder, die fängt wieder an. Oh, jetzt check ich den Bannkreis. Da können keine Gegner reinlaufen. Ah, okay. Sie ist ja wirklich dann wirklich ein mega der Caster eigentlich, stimmt. Also ein richtig geiler Caster. Ich kann quasi einen Kreis aufmachen, da kann keine Gegner reinlaufen und ich caste von hier aus die raus. Teil 1 hat auch viel wegen dem Artstyle gehuckt. Ja, generell Artstyle, Musik, die Charaktere und so. Also generell die ganze Präsentation, die war schon sehr, sehr, sehr cool. Der Kreis bindet die Gegner an den Boden. Aber die konnten gerade zum Beispiel nicht in meinen Kreis rein. Oh, Nalbun. Oh mein Gott, wer bist du denn? Okay, die kommt doch rein. Hier direkt schon Game Over gehen. Das sind irgendwelche Ranken! Ich bin voll in die Falle gelaufen! Ja, ich muss die komische Ranke erstmal wegmachen. Die ist richtig lästig. Diese dumme Ranke! Die spawnen gleich eine neue, oder? Bringt das was überhaupt, wenn ich das... charge? Oh.
Ich bin so kacke. Das war gar kein Damage. Jo, wie tanky die ist. Das ist ein Noob-Filter, oder? Die sterben alle. Warum eigentlich keine Gamba? Ist ja noch kein richtiger Run, denke ich, oder? Ist das nicht so ein Tutorial-Run, mehr oder weniger? In the name of Hades. Okay, wieder Apollon. Vielleicht im ersten Run gibt es schon erstmal nur Apollon oder so. Deine Spezialitäten fügen größeren Schaden in einem weiteren Bereich zu. Das ist mein Schuss. Piu, 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 piu. Ah, wäre not bad, wenn es stärker ist. Dann kann ich besser casten. Auch die größeren Kugeln werden wahrscheinlich auch stärker. Das wie das kennen wir schon vom letzten Mal. Du fügst in jeder Begegnung größeren Schaden zu, bis du Schaden erleidest. Oh, so ein No-Hit-Run. Aber es ist nur 15%. Komm, wir gehen auf die 80%. Apollo's Light. Yo, die sehen jetzt auch anders aus. Piu, piu. Piu, piu. Den ersten Run in Hades kann man schaffen. Gibt sogar eine Speedrun-Kategorie dafür. Also mache ich den jetzt auch fertig. Ah, ich bin kacke. Ah. Ich komme wahrscheinlich nicht mal bis zum Boss, wenn es so weitergeht. Ah. Oh mein Gott, der Aim. Die Musik ist gerade so ruhig. Jo, du kannst ja voll spammen! Okay, wir spielen nur noch da drauf. I think not. Ich habe keine Ahnung, inwiefern welche Währung momentan die wichtigere ist, aber. I'll need these soon enough. I don't know. Hey Johannes, was geht ab? Bist du ein Hades 2 Hater? Bist du ein bisschen Hater? Oh Leute, ich bin jetzt nur noch am Casten, ne? Wenn ich schon Magier spiele, ne? Ja, wir machen jetzt Caster-Bild. Muss halt ein bisschen spammen, ne? Kann ich einfach geil halten und dann so ein Maschinengewehr ballern, Alter? Muss die Knöpfe spammen, aber hey. Wow, yo! Wisst ihr, was mein größtes Problem an dem Dingens ist? An dem Early Access ist? Es ist nicht für Konsole. Ich muss heute Abend nach dem Stream mein PC mit dem Fernseher verbinden. Das ist neu. Aber das ist ja wahrscheinlich selbstverständlich, was es ist, ne? Das ist dasselbe Symbol wie bei meiner Mana. Ich denke mal, es wird meine maximale Mana boosten. Und das ist ja ein Boon, ne? Das war Gott der Ernte oder so. Hades sieht also aus, als hätte ich schon viel Spaß damit, aber ich kriege in dem Game absolut nichts auf die Reihe. Was schade ist, da ich übel gern Isaac gespielt habe und Darkest Dungeon und generell so Roguelike, aber Hades hasst mich einfach. Echt? Hast du so viele Probleme gehabt? Vielleicht einfach nicht die richtige Waffe gespielt? Schon mal die Fäuste probiert? So spielt man Mage-Klassen. Ja, KG, hast du richtig erfasst. Ja, aber ich kann ja halt auch damit kämpfen hier. Das ist ja schon fast Melee. Das ist ja schon fast Zagreus Speerreichweite.
So, aber ich kann halt auch die ganze Zeit so spielen, ne? Und ich glaube, das ist gerade geiler. Vor allem, weil ich auch kurz vorm Sterben bin gerade. Demeter meinst du? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber das war irgendwie Gott der Ernte oder so, ne? Irgendwie sowas. Oh, der hat mich getroffen! Ich dachte nicht, dass er so weit kommt. Okay, ich kann nicht chargen und gleichzeitig Mana regenerieren. Leute, ich bin gleich tot. Mein erster Run ist ein Trauerspiel. Ach du Scheiß, doch nicht hier drin. Nice, nice, nice. Das ist bestimmt der letzte, oder? Okay, Demeter! Demeter, komm ran auf Meter! So! Headmistress told me so much about you. And now at last we meet. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Ich bin mit Mühe und Not an dem ersten Boss vorbeigekommen. Magn oder so. Ja, aber ich hatte anfangs auch. Brauchte auch sehr viele Anläufe, bis ich den ersten Boss geschafft habe. Also ab einem Punkt ging es dann recht flott, wenn du halt dann die ersten Upgrades hast. Weil Hades wird ja immer, je länger du spielst, wird das ja immer einfacher. Weil du ja quasi deine Stats sozusagen ja immer boostest von Run zu Run. Deshalb ist es ja eigentlich ein Roguelite, kein Roguelike, ne? Und dann wird es eigentlich immer einfacher und dann geht's. Aber ich hatte auch anfangs auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich den ersten Boss besiege. Hat mich auch, war für mich auch recht schwer. Lose her again. I shall freeze hell in its entirety if that is what it takes to get her back. You'll help me, won't you, granddaughter? Schon cooles Design, ne? Wird jetzt vielleicht nicht ficken. Aber die Rüstung ist schon cool. Ich habe Metroid Dread hier im Stream gespielt, ja. Guck nicht so, Ricky. Ich will nicht nochmal rein jetzt. Ich habe genug in der Hölle gelitten. Ja, der zweite Teil ist bestimmt einfacher. Gerade spiele ich Hollow Knight. Denn der erste Mal? Sieht mächtig aus, die Frau. Ja, dabei verteilt sie nur Samen und lässt überall Getreide wachsen. Ich will, dass sie mir sagt, dass alles okay wird. Ich glaube, das wird sie nicht machen. Die wird irgendwie sowas eher sowas sagen wie: Sohn, geh raus aufs Feld und arbeite, wie dein Vater gearbeitet hat und wie der Vater deines Vaters gearbeitet hat. Um 5 Uhr morgens. Okay, dein Sprint erzeugt ein Zyklon um dich herum. Dort verweilt. Der dort verweilt, wo du stehen bleibst. Dein Sigma-Angriff oder was? Was ist ein Sigma, Alter? Ach, mein ganz normaler Viereck-Angriff. Ja, oder Omega, Alter, keine Ahnung. Beim Betreten eines Gebietes reservierst du Magie, um eine Barriere zu erschaffen, die den ersten erlittenen Schaden negiert. Hm. Also. Das ist halt nur, wenn ich ihn auflade, ne? Oder wie? Halte gedrückt um den magischen... Ja, ich glaube, ja, ne? Nur für den Aufladeangriff. Dann wird er stärker, aber dafür halt auch
verbraucht er auch mehr Mana. Normalerweise verbraucht er 20 und so wird er jetzt 30 verbrauchen. Aber ich glaube, ich gehe auf den Sprint. Weil ich will eh nicht den jetzt so mainly benutzen. Das ist irgendeine defensive Scheiße, Alter. Wir gehen auf den Sprint. Life or death. Wo ist mein Sturm? Alter, oh, yo! Der ist ja huge. Okay, das ist das grüne Zeug. Und das ist was Neues. Irgendwelche Steine und Skelette oder so. Oh, der Wind. Jetzt wird ein ganz anderer Wind hier, meine Freunde. Das sind viele, Chat. Das sind echt viele. Das sind echt viele. Das sind giga viele. Die kleinen Gymnastikbälle sind schon echt geil, ne? Okay, da ist die Belohnung. 50 Knochen erhalten. Okay. Wird zum Tausch gegen wertvolle Ressourcen. Okay, ist eine weitere Währung, um was anderes zu kaufen noch. Wir haben jetzt schon mittlerweile 3 Währungen. Wie war das mit dieser Boss Rush Challenge, die man immer wieder komplett neu anfangen muss? I don't know. Ich finde es gut, wie viele Heilungen Hades 2 gibt. Du meinst gar keine? Oder ist die so versteckt hier irgendwie in Steinen oder so? Oder in irgendwelchen... Ich kriege gar keine Heilung seit 3 Räumen oder 4 Räumen. Also ich habe einmal mich geheilt, indem ich halt diese Tür hier benutzt habe. Das ist was Neues hier, aber ich brauche Leben, Chat. Wir gehen Leben holen. Ja, Leben muss doch entwickelt werden. War ein bisschen risky, was ich da gemacht habe. Aber manchmal muss man halt ein bisschen riskant spielen. Irgendwie das Gefühl, dass diese Kugeln sind ein bisschen OP, oder? Achso, ihr redet über Hollow Knight mit den Bossen. 7 HP ist doch easy. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt 32. Jetzt ist Easy Mode aktiviert. So. Das war Neptun oder so, ne? The Trident Sigil. For free? Das heißt, gleich kommt vielleicht ein Bosskampf? You're one of my father's brothers, aren't you? Then help him. In the name of Hades. Wie hot sieht er aus? Yes, I accept this message. Long lost niece, you live. Daddy! You have the same fate as your father, and your mother, and your brother. Well, how about we turn the tide and exact terrible revenge? Einfach männliche Palutena. Deine Angriffe lösen eine Woge hinter dem Ziel aus, die andere Gegner zurückstößt. Dein Omega-Bannkreis explodiert sofort, fügt Gegnern Schaden zu und stößt sie zurück. Wenn du eine Ressource findest, erscheint potenziell eine Kopie. Das ist nur Viereck, ne? Das sind die Viereck-Angriffe. Ja, ich charge eigentlich nie diesen Bannkreis, ne? Aber ja, kann man theoretisch auch machen, ne?
drown. Hey, Drifthouse, geht ab. Gehen wir mal mit, I guess. Ich weiß nicht, ob jetzt schon ein Boss kommt. Das ist irgendwie... Ja, das ist ein Boss-Symbol, ne? Okay, Chat. Let's go. Wir jetzt können wir eine Gamba machen, okay? Schafft er den Boss? Poseidon hat einen Glow-Up gemacht vom ersten Teil. Er wurde zum Giga-Chad. Mich hat noch niemand von denen gecatcht. Kommt noch. Kommt noch. Gaben-Info? Achso. Wer war im ersten Teil nicht hot? There she is. You reached the edge of Erebus already. You have surpassed my expectations, Melanoe. Chat, die Stimme. Das ist die Erzählerstimme von Baldur's Gate 3, oder? Wenn ihr jetzt noch was sagt. Wenn ihr jetzt noch mal was sagt, hört mal zu. Thank you, Headmistress Hecate. For all your guidance and the compliment. In my place, you'd have done the same. However, now is not the time for pleasantries. It is for a demonstration of your capability. Das ist sie, ne? Sibota! Ein Jahr mittlerweile, dankeschön! Ich gehe all in, auch du verlierst! Okay. My capability. You'd have us face each other here. Even though my task has already begun. Your training shall never be complete. And I would know if you stand any chance at all against our enemy. Crossed flames awaken. Ah! Clearly unprepared as yet. Da kam irgendwas gedroppt auf meinen Kopf. Back already. Damn it. Oh, ein Frosch! Guck dir diesen Frosch an! Oh, falsch. Der ist ja cute. L1. See what I get for staying out all night, Phrynos. Oh, er ist Phrynos, Chat.
endlich mal mehr Frösche. Ja? Es sind immer die Haustiere in Spielen, die man irgendwie petten kann oder so. Es sind immer irgendwelche Hunde oder Katzen, was ja auch super ist. Aber endlich mal ein Frosch. Wir brauchen mehr Frösche. Mehr Frösche, die wir petten können. Okay, das ist jetzt das Hub wahrscheinlich, ne? This old unfinished painting. Don't look away. Don't forget all that the Titan took from you. So jung ist sie? Also war ja schon Zagreus erwachsen. Hey, ich hab mich erschreckt, Mann. Who dares disturb my eternal rest? You trifle with powers far beyond your comprehension, witch. Speak. Okay, gut, die sind alle untersterblich, ja, true. Die leben alle unendlich. Maybe pushing it. Okay, if I call you witch like that. Witch worked for me in context. And a solid haunting all in all, Dora. But I'd better run. Something I have to do. Wie sie glänzt auch immer. Einfach shiny. Then be gone. Okay, was haben wir hier so Schönes? Ein Uwu-Schatten, die Dora. Kommst gleich hin? Vengeance for my family. Rache für meine Familie an den Titanen, ne? Okay, wo kann ich alles upgraden? Dass der nächste Run easy wird. Stand tall and show no weakness. Die Wegekreuzung. The rivers have flowed back there. Dora ist die Dusa von Hades 2. Gut möglich. Vor dem Freitag schon eingeschissen, ja. Ja, wir haben diese Woche leider keinen Freitag, Mann. Voll schade, aber ja. Ich bin nicht zu Hause. Kein Horrorstream. Oh, da ist die Hexe. Die mich gerade fertig gemacht hat. Time forced our hand, Melenoi. Nary a soul expected you to slay our enemy last night on a new moon, no less. But you accomplished something of great import. I lack such forgiveness for my failure, Headmistress Hecate. The Titan yet lives, and Olympus yet burns, while I'm back where I started. What is it I... You're here to speak of it. Recovered in body, if not in spirit. You've not failed, merely begun. Thus may you learn, grow stronger, and complete your task. Death to Kronos. Death to Kronos. Death to Kronos. Ich habe schon einige Streamer zugeschaut und auch bei jedem mal ein Prime-Abo da gelassen. Aber bei dir macht es am meisten Spaß zuzuschauen. Oh, mit dir zu fiebern und den Alltag zu vergessen, freue mich immer wieder auf einen neuen Stream von dir. Süß, dankeschön, Mann. Freut mich, dass dir so gefällt. Kuss. Das Sixpack macht mich schwach. Und Dominik, dankeschön für 8 Monate Prime. Ich bin etwas verwirrt, wie sind die Titanen aufgetaucht? Die wurden doch in der Titanomachie von Zeus gekillt, was halt von dem ersten Hades spielt. Ja, aber die reden ja irgendwas von Kronos. Und Kronos ist ja... War ja Gott der Zeit oder so? Kronos ist ja, glaube ich, sogar der Vater von Zeus oder so? I don't know. Vielleicht hat er irgendwie, bevor er gestorben ist, eine Zeitschleife erschaffen. Und deshalb ist er wieder am Leben oder so. Okay. Ja, sie sagte Death to Kronos. Die sagen ja auch hier Death to Kronos. Also wir kämpfen auf jeden Fall gegen die Titanen hier. In der Mythologie ist das der Vater von Zeus und Zeus selbst killt ihn. Ja, genau. Hail Shades. Our fight is just getting started. Oh, da ist noch ein Frosch, Leute. Da sind irgendwelche Schleime im Wasser. Kannst du eine Whiteboard-Präsi machen? Nee, danke. Tough times.
So tief bin ich da jetzt nicht drin. Nemesis! It's insane that she's sending you out on foot, all on your own. Your skepticism's duly noted. Da würde ich mich auch treten lassen, wa? Tell me you killed the bastard. Drove your staff into his wretched skulls with a dagger in his gut. Not that he'd die from that. Works on mortals, though. I've nothing to report, Odysseus. Not yet. Well, you'll get him next time, I reckon. Der ist ja Hypnos, den kennen wir aus dem ersten Teil. Auch Inkarnation des Schlafes. Wie er da liegt. In diesem Laken, den die zwei kleinen Viecher so festhalten. We'll find a way to wake you, O sleep. I promise. Okay, habe ich noch irgendwas übersehen? Hi, Gang. Headmistress must have some important tasks for you. Hi, Gang. Sind das nicht Statuen? Hi, Gang. Wann Hypnos Roleplay? Oh, hier ist noch was. The crossroads, that haven hidden twixt the surface and the underworld, conceals those still loyal to Lord Hades, rightful ruler of the dead. Das Game kostet nicht 30, das kostet 28, okay? My altar. Oh, hier, steigere deine Macht. Headmistress lent me the Arcana. Das kostet jetzt hier eine Asche. Mal hier, damit ihr das ganze Menü seht. Geh ich mal hier hin. Die Zauberin. Beim Kanalisieren deiner Omega-Aktion bewegt sich die Welt um dich herum für 2 Sekunden langsamer. Okay. Kann ich jetzt einfach freischalten, ne? The Sorceress. Du fügst Gegnern im Wirkungsbereich deiner Bandkreise 20% Schaden zu. Das zum Casten ganz geil eigentlich, ne? Beim Verlassen des Gebiets stellst du sofort 2 HP wieder her. Bei weniger als 30, okay, das brauchen wir, Chat. The Wayward Sun. Bei 99% der Mana oder so, oder weniger, fügen deine Angriffe deine Spezialität. Okay. Du hältst dauerhaften Bonus von 20. Mehr Leben, mehr Mana. The Titan. Okay, das kostet schon alles viel. Oh, hier, Todesverachtung. Dann kriegt man ein extra Leben. Wenn man stirbt, kann man nochmal aufstehen. Wir können theoretisch noch was holen. Wir können den Bannkreis halt noch holen. So. Und hier ist dann noch die Leichtfüßige. Dein Sprint ist schneller, okay. Aha. That'll do. Aha. Ja, das ist meine Heilung jetzt. Ja, die Punkte, ja stimmt. Für die Gamba kann ich kurz raushauen. Ja, aber so schlecht habe ich mich beim Boss gar nicht angestellt, oder? Ich habe irgendwie ein Viertel Leben abgezogen. Ja, hier kommen denn die Waffen. Hier ist auch das Skelett zum Trainieren. A battle lost. But this is war, young one, and you have many battles yet to come. The only question is, are you prepared to win? I'm not so sure here, so let's see you give me 20. Commander Skelemius, sir. Er sieht aus wie ein Fake-Bart, ja. Alright, that's enough.
I shall return. Forgive me, sir. Und Motzekick, dankeschön für 8 Monate. You see? Gestern unter deinem Stream war sehr einsam, musste fast weinen. Ja, ich habe auch ein bisschen geweint. Aber da müssen wir leider durch, ne? Der Tag ist sehr wichtig. Get all your magic back. Death to Kronos. I'll see to that. No one is more prepared. Beyond the mists of Erebus, there should be a way down. Too risky heading through Elysium. And too risky to stay. All right, it's time. Keggy hat vor Freude geweint, ne? Als ich gestern Abend herausgefunden habe, dass Hades draußen ist, dachte ich mir, boah. Jetzt so streamen, ne? Wäre schon geil. Okay, wie schalte ich neue Waffen frei? Oh, das sind alles Stäbe. Nee, hier ist Schwesternklinge. Entfesselt einen Sturm aus schnellen Angriffen oder Schlag mit Spezialitäten aus der Ferne. Schattenflamme. Eine Mondsteinaxt. Und ein Hexenstab. Okay. Die zwei sind noch nicht da. Da kommen noch zwei. Wahrscheinlich im Laufe der Patches, ne? Ich mag, wie die Seelen angeordnet stehen. Das macht mich glücklich. Magic's back to full. Ja, aber dafür brauchen wir halt dieses Silberzeug. Wahrscheinlich müssen wir einen bestimmten Boss oder so besiegen. Vielleicht auch die Hexe von vorhin. The task comes fast. Hey, ich darf mich nicht entspannen. Wow. Okay, dann konnten wir hier nochmal nach unten und nach oben gehen. Ah, okay. Das ist der neue Run. Und da können wir noch gar nicht hin. Okay. Ja, dann let's go. Find the Titan, slay the Titan. Fight the Titan, slay the Titan. Death to Kronos. Direkten Boon? Ach stimmt, nee, das war ja normal, ne? Man hat doch in jedem Run immer einen Boon am Anfang direkt bekommen, oder? Mit Zagreus? I thought the Fire Goddess never got involved. Feuergöttin. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Feuergöttin. Well, look at you, hot stuff. Hestia. What a good girl you are. And here I was just about to burn this old blasted place to the ground myself. Now, here's a little warm-up for ya. Junge, dieser Kelch auf dem Kopf mit der Kohle, Alter. Er ist eine süße Omi. Iroh einfach. Göttin der Flamme. Er hat ein sickes Outfit. Okay, denn Spezialität bewirken Versengen. Versengen bedeutet, betroffene Gegner leiden pro Sekunde 40 Schaden. Holy shit, ist das viel. Feuerzirkel. Dein Bannkreis bewirkt bei Gegnern wiederholt Versengen. Okay. Und du stellst rasant Mana wieder her, verfügst aber über minus 20 Mana. Durchgehend? Weniger Leben. 20% weniger Leben, aber ich... Stelle durchgehend Mana wieder her? Ey, das ist nicht voll stark? Ich meine, ich habe mir gerade Buff auf Leben gegeben. Aber wenn ich halt wieder da drauf gehe, das wäre halt wieder für den Fernkampf. Komm, wir machen das hier. Aber nee, also versengen wir auch cool. Na egal, komm, wir machen das hier. Komm, ich habe trotzdem noch 41 Leben. Jo, einfach Mana. Unendlich Mana.
Das ist ja noch krasser als beim letzten Mal mit dem Kreis. Within Mist Shrouded Labyrinthine Erebus lie countless souls of the dead, awaiting judgment that shall never come. They'll be judged soon enough. Ja, heißt, hier könnte echt stark werden. Mit dem ganzen Versengen-Shit und so könnte das echt strong werden. Wobei ich auch gerne hätte das andere genommen, dass ich mit den Schüssen verbrennen kann. Aber ich wollte halt nicht nochmal denselben Run quasi nochmal machen. Wieder, dass ich nur spamme auf Entfernung. Wollte jetzt mal versuchen, einen Run auf die normalen Angriffe vielleicht zu machen. Mich darauf wieder zu fokussieren. Vor allem mit dieser Mana-Regeneration könnte ich vielleicht jetzt auch wirklich irgendwelche Omega-Upgrades holen. Dass schon dieser Angriff hier noch super stark wird. Darauf versengen. Das wäre geil. Mal gucken, ob wir noch Hestia nochmal treffen. Ja, dass die Zeit dabei freeze, ist schon mal sehr angenehm. Hey, chill, chill. Boah, es macht viel zu viel Spaß, Chat. Nochmal ist hier. Ich ändere den ganzen Streamplan und ich fahre am Wochenende nicht zu meiner Familie. Drauf. Solange die halt ein gelbes Schild haben, Hyper-Armon die und ich kann sie nicht so easy staggern. Okay, let's go. Wir sind deine Familie. Imagine kein Steam Deck haben, um bei der Familie Hades 2 spielen zu können. Als ob ich sehe einmal in meinem Leben meine Familie und dann sitze ich da mit dem Steam Deck. Olympus, I accept this message. Okay. Hier. Deine Angriffe bewirken Versengen. Das ist perfekt. Dein Sprint zerstört die Geschosse oder meisten Fernkampfgegner und bewirkt bei ihnen Versengen. Boah, ist eigentlich auch ganz geil, ne? Aber ich gehe da drauf. Und SBMK, Dankeschön für 21 Monate. Guter Plan, Hypers. Das ist neu, das kenne ich noch nicht. Das nehmen wir. 24 Stunden Hades-Stream auf spontan. Okay. Oh, es ist diese oh. Diese super krasse Spinne, die irgendwie so diese Dinger, Seiden, diese Fäden herstellt, die man nicht zerschneiden kann oder so. Das Schicksal der Menschheit vorherbestimmt durch das Weh. Nee, das war eine andere Mythologie, ne? Das war bei Asuras Wrath. bei der hinduistischen Mythologie war das, ne? Dass es diese Spinne gibt, die das Schicksal der Menschen quasi webt oder so. Na, wer bist du denn? I can't always see you. Hi, Arachne. Sorry about all this. I think we'll soon be seeing more of one another now. Nee, die Schwestern sind ja noch was anderes. Die entscheiden ja über Leben und Tod, ne? Irgendwie sowas. Sigma Alpha Giga Chat Sprache hat uns alle dazu gebracht, altgriechische Buchstaben zu verwechseln. Eine traurige Beta-Welt, in der wir leben. Würde ich so unterschreiben. Get out of your hair. You have to go. But
first, you have to try on one of these. And don't worry about any wear and tear. I've plenty more in stock. Ich krieg neue Klamotten? Fliederfarbenes Gewand. Du legst ein Gewand mit 30 Bubu an, das deine kanalisierten Aktionen um 40% beschleunigt. Das ist Rüstung. Da werden meine, dann kann ich meine Omega-Angriffe schneller casten. Noch mehr Mana-Wiederherstellung. Oder noch mehr Heilung. Wir gehen auf Damage Chat. Schneller casten. Do you like it? Ich sehe jetzt anders aus. Well, thank you. It's all yours. Die trägt jetzt so ein lilanes Ding. Nochmal, Chat. Nochmal, Hestia. Das ist der Stream in der griechischen Unterwelt, ja. Aber mit Boss, ja, machen wir schon. Haben wir ja beim letzten Run auch gemacht. Yo, mein Feuer. This one again. Kennen wir. Imagine, was treffen. Diese scheiß kleine Tentakel hinter mir. Ich brauche Apollon. Apollon hat die Reichweite, glaube ich, von dem Angriff hier verbessert. Die Musik geht viel zu hart, ja, Mann. Okay, Hestia. Hades 2 schon seit draußen? Ja, seit gestern. Seit gestern ist der Early Access draußen. In the name of Hades. Okay, dein Bannkreis bewirken bei Gegnern wiederholt versengen. Bei ihrem Tod fügen versenkte Gegner Flächenschaden zu. Let's go. Flame of the Hearth. The ever restless shades of Erebus find little peace there. Save for the prickly embrace of the gnarled branches of those writhing woods. Was du meinst, sind die drei Räunen, dass die, das ist Arachne, die war mal ein Mensch, bis besser als Athene im Weben, aber war und besser als Athene zu sein, bis Athene sie als Strafe in eine Spinne verwandelt hatte. Athene, die miese Sau. Athene war in God of War auch voll böse, ne? Voll böse. Als wäre ich so ein Dreijähriger. Die ist voll böse, Mann. Ah! Junge, diese Hexen einfach aus Fallout, aus Left 4 Dead. Da sind sie. Boah, die Explosion ist strong. Soul Tonic. Split Path. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was das Grüne macht. Ich weiß noch nicht, was das Pinke macht. Ja, aber das Pinke. Dafür haben wir noch keine Shops offen. Also ist hier auf jeden Fall schon mal ein nicer neuer Boon. Ich bin auch mega gespannt auf die Waffen. Die anderen Waffen, wie die sich spielen. Sias Bunz ist schon ziemlich heiß. Ja.
Silence. Das ist Apollons Symbol. Da kriege ich vielleicht mehr Reichweite für meinen Schlag. Bruch. Ah! Dodge. Der hat noch mich. Wow. Boah, ich caste so schnell. Ich verkack das Timing. Hey. Okay, Rüstung ist einfach nur ein Schild. Okay. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass da unten ein Ding ist. Rüstung ist quasi einfach nur ein scheiß Schild. Ich dachte, das ist irgendwie, dass ich jetzt weniger Schaden generell nehme. Left 4 Dead habe ich nie normal erlebt. Immer nur extrem gemoddet mit wilden Modellen. Das ist ein spaßiges Spiel. Ich habe es, glaube ich, nur einmal gemoddet gespielt. Sonst immer Vanilla. Bin Langweiler. Sunshine. The Titan thinks he has us pinned, but we have the situation here under control. Just locked in a bit of a stalemate is all. So. Wenn du Schaden erleidest, wird ein Teil reflektiert und alle Gegner werden geblendet. Oh, not bad. Dein Sprint ist schneller und bewirkt nahe Gegner blenden. Ich glaube, ich hole mir den Sprint. Dein Spezial fügt größeren Schaden. Das hatten wir beim letzten Mal gehabt. Ich glaube, ich nehme den Sprint. Adequate. Juhu, was geht ab? Jibadu! Jetzt brauchen wir diese Goofy-Sounds. Es war nicht das, was ich wollte von Apollon, aber ist auch stark. Kann ich mich aus der Misere schnell rausziehen. Hekate Smash or Pass? Wer ist Hekate? Hekate? Geld oder Leben? Ich bin gerade eigentlich ganz gut unterwegs, ne? Nehmen wir Geld. Wie viel Geld habe ich? 170. Wir können uns einen Boon kaufen, Chat. Demeter! Schmemeter! Ah, okay. Okay, ja. Das darf man wohl auch noch sagen, oder? Das ist ein wichtiges Statement. These provisions surely shall make all the difference in my task. What gold I find is yours. Oder Granatapfel? Und generell Stats boosten? Na! Boons sind schon cool, ne? This one, please. If only you could see my fields in the morning sun, shining brighter than any gold you shall ever find. Such metals ought to remain within the earth. Spezialität. Meine Omega-Angriff für größeren Schaden zu verbraucht, aber 10 mehr. Ja, wieso nicht, ne? Komm. Cold comfort. Mehr Damage mit meinen Casts. Oh lol, ich kann meine Erze abbauen. Was Omega-Angriff? Du hast hier den Angriff und den Angriff. Und du kannst jeden davon chargen. Dann wird er quasi zu Omega. Das ist ein Omega. Das Omega. Das Omega. Durch das Chargen verbrauchen sie Mana. Haben aber dann halt andere Effekte oder sind stärker oder sowas, ne? Okay, Chat, machen wir wieder den Gamba. Schaff ich ihn diesmal? Verstehe, ja. Und also das ist einfach nur Angriff, wird auch in den Skills immer beschrieben als Angriff. Das wird als Spezial beschrieben. Und das wird als Bannkreis beschrieben. Das sind
quasi drei Main-Dinger. Ja, immer wenn ich raustabbe, freeze das Game. Okay, let's go! Headmistress awaits. Greetings, witch. Was die Musik? And perhaps it is as Demeter desires. She aids you, does she not? Okay, full focus. She does. She knew me for her granddaughter at once. Have you had opportunity to speak with her about me and all that's transpired? No. I've been a bit preoccupied. At least here, Demeter shall be able to cool her wrath against me for keeping you a secret for so- Wie konnte ich das beim letzten Mal übersehen, diese riesigen Kreise? Mana. Ja! You fought with diligence and with ferocity, but surely there is more for you to learn. Das war sehr knapp, ja. Threshold. Gib Silberklumpen, ich will neue Waffe haben. I look forward to it, Headmistress. What about you? Can you not join me? No, I dare not stray too far from her abode. Continue now your task.
I shall await your safe return. Thank you, Headmistress. Das ist nicht ein Silberklumpen. Cinder. Wird für Zauberformeln des Feuers und der Bewährung verwendet. Okay. Das ist einfach Glut. Okay. Damit kann ich mich menschlich machen. Entzünden, meine ich, ne? Ja, ich war ein Schaf, ja. Ich habe aber irgendwie an Schwein gedacht. So, nächste Ebene. The pathway's down. 8 ganze HP-Gehalt, stark. Beginning descent. Der Dark Souls-Moment. Ui, Kanalisation. That briny smell. Okay. Die kann man kaputt machen. Okay. Und dann kommt der Dampf raus, der wahrscheinlich auch Damage macht. Aber sieht schon mal sehr sick aus. Ui. Hat die eine fucking Gun? You're a long way from the crossroads trouble. So, this is where the real action is, huh? Weren't you supposed to still be practicing? Things took a turn, Eris. You know how it goes. Now, if you'll excuse me, I have some urgent business to attend to. Always in such a rush. I'd really hate to slow you down. Though, let's hang out sometime, okay? Have a great night. Ist das die Gun aus Hades 1? Die von Hades, von Zagreus? Oh, one last thing. What did she do to me? Okay, die hat irgendwas... Die hat mich gesegnet. Countless dead ends, one way through. Boah. Sieht schon echt sick aus. Die hat dich abgerissen, okay. Beziehungsweise Zagreus hatte eine Gun von Eris, okay. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Da kommt Wasser raus! Ui. Kann man die kaputt machen? Da fliegt eine scheiß Kugel hinter mir. Ja, wird mir stinken, wenn ich nicht rüberkommen würde. Okay, die Kugeln explodieren auch noch. So, jetzt du. Ein Seepferdchen, Alter. Ah! Ich hab in Chat geguckt! Die explodieren auf jeden Fall, wenn die sterben. Deren Bombe, die die dabei haben oder so, geht in die Luft. Ah! Der Dampf hat mich fast gekillt. Digga. Eisiger Tusch, deine Spezialität fügen größeren Schaden zu. Arktischer Zirkel, dein Bannkreis fügt wiederholten Flächenschaden zum, bewirkt Frost. Beim Betreten eines Gebietes reservierst du Magie um eine Barriere. Ja, das brauchen wir vielleicht jetzt. Damit ich vielleicht überlebe. Ein Schild holen. Oh, Hammer war gut, ne? Hammer war, glaube ich, Damage up. Für die Waffe oder so. Hey, Levanda. Heute wieder besonders gruselig, oder was? Eigentlich nicht, ne? Außer du findest die griechische Mythologie gruselig. Farther than last time.
Pinheads. Pinheads also. Mein Schild ist noch da. Junge, die Explosion. Ich dachte, ich kann durch die Mitte gar nicht durch, aber okay. Ich kann da durchdashen. Zwar nicht laufen, aber dashen. Papa, der Papa! Schnell weg. Schnell weg. Papa, Papa! Ich weiß nicht, ob die mit ihrem Schlag rüberkommen. Sieht aber so aus, als würden die rüberkommen. Ja, der Damage. Das Damage ab, was ich jetzt bekommen würde, das ist echt nötig gerade. Die tanken halt echt viel, ne? Ich hab mein Schild behalten. Hab das Schild gar nicht gebraucht. Hätte auf Damage gehen können. Bumm! Vampirischer Kataklysmus. Wenn du einen Gegner mit Omega tötest, stellst du wieder her! Deine Spezialität sind 20% schneller und gewinnt plus 5 Macht. Deine Spezialität gewinnt einen Machtschuss. Junge, let's go. Ich spamme ja die ganze Zeit meine Omega-Scheiße. Moment, hab ich mich vertan? Wo ist das? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das war das nur auf Spezial bezogen oder auf alles bezogen. Aber das ist hier, ne? Ne, okay, generell Omega-Angriffe. Generell Omega-Angriffe, ja. Ja, und hier ist ihr Debuff. Deine Gegner fügen 25% Bonusschaden zu. Dieser Bonus steigt bei jeder Begegnung. Der gefährliche... Okay. Die miese Sau. Ich finde die griechische Mythologie schon gruselig, to be honest. Ich meine, Zeus lässt seinen Riesen einschlafen, tötet den Geliebten einer Göttin in Form eines Ochsen, verwandelt sich selbst in den Ochsen und besteigt die Olle. Ja, generell, jede Story, die sich um Zeus dreht, endet damit, dass er Sex hatte. So ein bisschen wie Odin, ne? Doch, Odin, ne? Odin war auch so, ne? Odin hat auch irgendwie mit jedem Sex gehabt. Ich sehe gerade, dass der erste Teil, Hades-Teil, gerade nur 9 Euro kostet. Ja, wahrscheinlich wegen dem, ne? Jetzt reduziert, wegen dem Release. Ja, wir holen uns mehr Leben. Das war noch ein richtiger Mann, ja. Ja, und ganz viel Inzest, das stimmt. Ganz viel Inzest. Was sind diese scheiß Bomben hier? Gehalt. Gehalt. Junge, ich bin OP. Ich heile mich jetzt nur noch. Ich habe keinen Mana. Gehalt. Junge, das ist ja viel zu stark! Das sollte illegal sein! Oh mein Gott, ich bin... Boah, machen die viel Damage! Die Lyrics, Alter, voll schön. Oh, geh doch raus! Schnell weg! Ey, spawnen die unendlich? Spawnen die so lange, ich den Raum noch nicht geschafft habe? Sieht so aus irgendwie. Guck mal, fast wieder full life. Ich bin so schlecht. Junge, ich habe gerade so geschlafen, ne? Okay, die müssen irgendwo eine Quelle haben. Die müssen irgendwo eine Quelle haben. Die hier?
Die hören nicht auf. Okay, doch. Die hören wohl doch irgendwann auf. Das funktioniert mit der Hydration nicht. Risky to unseal a different path. Okay. Was? Demeter, Schmemeter. Hier sind irgendwelche Schlösser in Siegeln. Bonusbelohnungen. Noch eine Belohnung, Chat? Du trinkst nicht, du Sau. Ja, das ist ja nicht nur für mich gedacht, und das ist ja für uns alle gedacht. Und? Vielleicht hast du einen Punkt gerade erwischt, der mir nicht aufgefallen ist, aber in dem Chat-Tool, das ich hier habe, dass ich YouTube und Twitch in einem Chat sehen kann, zeigt mir das gar nicht an. Ha. Das nächste Tool, was scheiße ist. Perfekt. Es gibt einfach nichts, was geil ist, ne? Alles musst du selber machen. Okay, geil. Zwei Belohnungen, oder was? Nee, das ist gar keine Belohnungen. Das ist einfach nur ein zusätzlicher Weg. Ja, ich hoffe, ihr trinkt auch die ganze Zeit schön mit. Weil ihr nicht reinrennen. Ich hoffe, ich kriege jetzt von Apollon die, dass der Schlag weiter und größer ist. Das wäre echt nice. Wow. Oh. Hat's erwischt. Ey, diese kleinen Pimmel, ne? Boah, die Heilung ist halt viel zu stark. Also ich hätte jetzt verstanden, vielleicht 1 pro Omega oder so irgendwie 2 HP pro Omega, aber 5. Ich meine, bringt mir halt nichts beim Bosskampf, ne? Aber außer der Bosskampf spawnt super viele Ads oder so. Da ist er. Ja, ja, ich regeneriere super viel Mana. Ich spiele gerade den Run eh hauptsächlich auf meinen Omega-Angriff. Das ist halt super strong. Episch! Nachdem dein Bannkreis erlischt, fügt er 2 Sekunden lang Schaden in seinem Wirkungsbereich. Not bad. Dein Bannkreis werden immer größer, bis sie erlöschen. Deine Spezialität fügt größeren Schaden in einem weiteren Bereich zu. Ist aber halt nur Omega-Bannkreis, ne? Kein normaler Bannkreis. Den benutze ich halt gar nicht, ne? Das ist alles. Ich benutze halt gar keine Bannkreise momentan. Ja, es ist schon stark eigentlich, ne? 0,13 ist schon echt viel. Alle 0,13 Sekunden, das Set. Super stark an sich.
Ja, probieren wir mal. Versuchen wir mal mit Bandkreis mehr zu spielen. So. Da geht ja gar keiner rein. Jo, Junge! Hier geh auf zu blocken. Vielleicht ist das der Bosskiller, wenn wir gleich noch einen Boss bekommen. Oh, die Fische kommen! Oh. Noch mehr Fische. Die sind alle drin, die sind alle drin! Oh, ich Junge. Junge, dieser eine Typ da. Komm raus aus deiner Muschel. Okay. Bisschen Währung für den nächsten Run. Das sind echt sehr viele Einschläge, Mann. Das ist wahrscheinlich dieselbe Sängerin wie auch im ersten Teil, ne? Ja, die Fische sind halt echt eigentlich ein Free-Fool-Feel, ne? Die sind halt instant tot und jeder gibt einfach 5 Leben. Junge, das sind ja mega die stressigen Gegner. Ey, irgendwie habe ich das noch nicht gecheckt, wie die funktionieren. Sind das einfach wirklich sehr viele? Oder gibt es irgendwie eine Mechanik? Hestia! Nice, noch mehr Feuer. KG einfach den Daybuild gefunden, mit dem er das Game jetzt durchspielt. Ja, halt wirklich. Ja, das Ding ist halt, der wird mir halt für Bosse nichts bringen, ne? Also ich komme damit vielleicht zu den Bossen ganz gut durch, ne? Aber sobald gleich irgendwie ein Boss kommt, der nicht irgendwie Ads spawnt, bringt mir das halt gar nichts mehr, ne? Wie lange geht das Stream noch? Boah, ich weiß nicht. Also Hades spielt mir auf jeden Fall noch ein, zwei Stündchen. Dann ist auf YouTube Schluss. Dann gucken wir noch auf Twitch eine Folge Frauentausch. Also wahrscheinlich 22 Uhr oder so, 23 Uhr. Und dann gehe ich essen, komme wieder online, dann spiele ich weiter Hades die ganze Nacht. Okay, hier brauchen wir jetzt den großen Bandkreis. Zu gierig, zu gierig, zu gierig. Ich bin zu gierig. Wo sind die kleinen Fische? Wo sind die kleinen Fische? Junge, diese Scheiße, ich renne die ganze Zeit immer in diese Gase rein, diese Dämpfe und check das nicht.
Mann, kannst du doch durch. Holy shit. Ich hab verdreht. Ich bin so bad. Aber Mann, ich vergesse immer, ich denke immer, das sind 20 Mana, die ich brauche. Ich brauche 30. Sechs HP, okay? I can still fight. Alles gut, Chat. Gleich kommt nächster Raum mit ganz vielen Fischen. In the name of Hades. Spezialität verursacht Versengen. Du erhältst deinen Bannkreis. Was? Du hältst deinen Bannkreis gedrückt, um ein gezieltes Explosionsgeschoss abzufeuern. Der Kreis bildet sich an der Einschlagstelle. Oh! Oh! Ich weiß nicht, ob das kombinierbar ist mit dem Omega-Bannkreis. Dein Versengen-Effekt fügt Bonusschaden an Rüstungen zu. Das wäre halt auch super stark. Das wäre an sich auch super stark. Aber wenn das funktioniert, weil da steht nur, du hältst ein... Dass es nur ein Bannkreis ist. Aber da steht halt nichts von... Steht nichts von... Omega-Bannkreis. Aber wir müssen testen, Chat. Das Game ist gestern rausgekommen. Wir testen es. Ah, ach so, ah, so ist das, okay. Okay. Okay, das ist sehr nice. Ich kann ganz normal Bannkreis natürlich machen, ne? Okay. Das ist sehr nice. Und wenn ich damit kille, heile ich halt auch, ne? Granatapfel. So, damit kann ich einen meiner Boons verbessern. Mehr Schaden mit meinem... Oder noch schneller laufen. Wir machen das, denke ich mal. Noch mehr Feuer. Chat, Bosskampf. Ich habe 15 Leben. An ever-present song compels the nightmare, bringing Princess ever forward towards the beauty, deeper into the abyss. Die süßen beiden. Ja, 15 Leben. Liegt hier noch irgendwo eine Heilung oder so? Ich habe meinen geilen Bannkreis, okay? Wir machen das schon. What's everybody queuing for? Machen wir eine Gamba, ne? Machen wir eine Gamba. Jo, die Gamba vorhin war 50-50 einfach. Okay, Chat, schaffe ich den Boss? Ganze 2000 Punkte gemacht, tragisch, ne? Einfach Punkte-Millionär geworden. Okay. Ja, die Quote ist komplett gegen mich. Warum bist du fast tot? War kurz weg. Ja, ich habe gerade gut aufs Maul bekommen. Das ist eine ganze Band. Das ist einfach eine ganze Band. Irgend so eine Unterwasser-Meeresungeheuer-Band. Die Fischmensch-Insel. Wir sind angekommen. Sirens. I should have known you were the source of all that singing. Slinked down into the underworld, have you? Ach, das sind Sirenen, okay. Sirenen, aber es ist eine ganze Band.
Sirenen sind ja immer diese Wesen, die mit ihrem Gesang Schiffe anlocken und die dann halt alle umbringen. Und die haben dir das gemacht zu einer ganzen Band einfach. Und Arcano, Dankeschön für 33 Monate. Und hi. It's the perfect pressure down here. Beats the pressure trying to make art while all our fans are watching, begging. Skilla, where's your next soul? Ja, Skilla. Don't you drown your so-called fans to death? Have you... Oh, don't ever say such things about our fans. Oh, hey, gals, let's say we give her the old song and dance. We're Skilla and the Sirens! Hilfe! Scheiße, ich hab lauter gemacht und aufs Maul bekommen. Was war da? Da war irgendwas hinter der Statue, ich hab's nicht gesehen. Sirens are amphibious. You know their weaknesses, Phrenos. Cute. Who dares? Warum vertraue ich dir eigentlich noch? Ja, ich... Mann, ich habe verkackt, weil ich lauter gemacht habe. Ich hätte es ignorieren sollen, ne? Aber das war halt ein Banger. A scourge upon your bloodline for resummoning me, witch! Hey, everything okay there, Mal? Oh, yes, Dora. It's just... I should have gone farther that time. I'll give more notes on your haunting later, all right? Oh, sure. Hey, ich bin nicht nur am Werfen, okay? Den anderen Bosskampf habe ich geschafft, okay? Na, leider keine neue Waffe, Chat. The cauldron's ready for me now. Last night I dreamt of this. Okay, ich kann jetzt was herstellen. Ich kann... Oh! Mit dem Handwerk können wir uns diese Silberdinger freischalten, mit denen wir Waffen freischalten können. Überzeuge den elenden Trödler an der Wegkreuzung zu erscheinen und tausche deine gegen verschiedene Ressourcen ein. Das ist rot, dafür brauche ich Silber, okay. Wir brauchen dafür eine Molly. Scheiße, die wollen unsere Drogen klauen. Im zweiten Run schon zweiten Boss ist crazy von dir. Ich bin halt auch ein Gamer. Ich bin einfach Gamer, ne? I guess wir nehmen das hier mit. Dark of Chaos, Light of Moon, heed now my will. So mote it be. Aber ich denke mal, das ist nur einmal, ne? Ich kann es wahrscheinlich nur einmal benutzen. Und dann war es das oder so. Wird mir gar nicht aufgezählt, wo das ist hier. Weil gestern können wir auch noch den hier mitnehmen. I'm ready. My blood and darkness. Let my will be done. There. Broker. Welcome to the crossroads. Der Broker, einfach der Trödler im Deutschen. Hail Broker. Okay, ich kann Asche kaufen und Psyche kaufen und Schicksalsgewebe. Ich habe gar keine Ahnung, was Schicksalsgewebe ist. Okay.
Also kann ich theoretisch diese Knochenwährung umtauschen in die andere Währung oder so. Here you are. Don't have the bones. I mean, what not, ne? After ever scheming Kronos claimed the house of Hades, shades of the dead residing there, all scattered to the ends of the earth. Mhm. You shades are welcome here and safe. Zwischen Skylla und Charybdis, es soll aussagen, dass man die Wahl hat zwischen zwei miesen Optionen. Das ist ein Sprichwort. Also quasi Pest oder Cholera. Wenn man sagt, ja, das ist halt Pest oder Cholera, dann sagt man auch, ja, das ist jetzt halt Skylla oder Charybdis. Hey Taubentronix. At least our cauldron's finally purified, praise the fates. Speaking of which, are you as yet considering an invocation to them? I have my doubts that they would listen even now. If there's any chance the three fates shall aid us, I'll take it. Thank you for preparing things for me. Though I'm well short of freshly picked reagents still. I'd offer such reagents if I could, but as you venture past this glade, look carefully along your path and you shall find them. Fate's willing. Yes, Headmistress. Ich bin gespannt, ob sie gleich als erster Boss wiederkommt oder sie jetzt ein anderer Boss kommen wird. Weil die hat uns ja anfangs lässt sie eine ja nicht durch. Weil sie ja, ne? Wir sind noch in der Ausbildung und dann habe ich sie besiegt und ich habe quasi die Ausbildung geschafft. Ob jetzt ein anderer Boss kommt? Word has it, Eris has been spotted in the depths along your path. Intelligence you likely could have used before. She made your journey worse for you. Apologies, goddess. She's trying to stop me, or at least slow me down, and she knows too much about our intentions. What do we do? Children of Nyx are supposed to be on our side. She doesn't know the half of what we've planned. Besides, her boredom drives her more than anything. Run into her a few more times, she'll soon grow sick of it and go away. So deems the great tactician. Aye, goddess. Hypnos schläft immer noch. Jo, ciao, Tim. Sobald ich weiß, stammt das Sprichwort von Odysseus. Sage ab. Wo er entweder an einem Seestrudel oder Seemonster vorbei musste und sich nicht entscheiden konnte. Und dann hat er gesagt, Skylla oder Charybdis, Charybdis, Scheißendreck. So war das, ne? Stimme klingt wie Shadowheart. Von Maloney, oder wie heißt die? Maloney? Stimmt. The Altar of Ashes. Obwohl, nee. Ne? Hier, eine Wiederbelebung. Eine Wiederbelebung mehr. Wie viel Asche habe ich noch? Wo steht meine Asche eigentlich? Keine Ahnung, ich kann mir eh nichts kaufen. There's something new here. Na, hier. Lorleit, Dankeschön für 15 Monate. Also ich habe jetzt eine Spitzhacke. Ich verstehe das hier gerade noch nicht ganz genau. Also ich brauche das hier, da kriege ich Silber. Und mit Silber kann ich neue Waffen machen. Aber wieso kann ich das nicht aufmachen? Don't have enough for that. Ach, dafür brauche ich Silber. Oh, ich bin dumm. Ich dachte, da ist Silber drin. The crescent pick. Reveal to me the bounties of the earth. So. It shall serve you well. Jetzt habe ich hier so eine Spitzhacke, die ich irgendwie nicht einsammeln kann. Achso, die ist schon eingesammelt. Okay, wir haben jetzt eine Spitzhacke dabei. Wahrscheinlich kann man da noch entscheiden, was für ein Tool man mitnimmt. Aber es gibt ja noch eine Angel oder sowas, ne? The silver pool. Ja.
Tafel des Friedens, Silberspaten und Angelrute. Ja. Und dann kann man entscheiden, welche man mitnimmt. Dass man unterwegs noch was sammeln kann. Und ja, ich habe jetzt die Spitzhacke. Damit können wir jetzt Silber abbauen, wenn ich es finde. Und wenn wir Silber abbauen, dann können wir eine neue Waffe craften. Ah, there she is again at last. Wiederholt sich das jedes Mal? Shadowy denizen of the underworld comes with certain perks. Quasi Minecraft, genau. For instance, how when you dash, nothing can touch you. Danke für den Tipp. Unseen, at one with the darkness and the dead. I can evade anything, yes, but only for a moment. And even then, I can't prevail by dodging all night long. Katz und Maus spielen, Alter. Yeah, I'd do it out of time if I was you. See the little trail when you dash. Once it snaps back, you're good to go again. The shadow follows. Tutorial. Passiert hier was Neues? I'll get through all that gloom somehow. Ich glaube nicht. Ungefähr nach altgriechischen Sagen nach sollen Skylla und Charybdis zwei Seeungeheuer und Seedurchfahrt zwischen Sizilien und der italienischen Halbinsel befinden. Ah, okay. Moment, das Bild geht jetzt höher als vorhin, ne? Vorhin ging das, glaube ich, nicht so hoch. Dass je weiter wir im Spiel kommen, desto weiter kann sie nach oben schauen. Und dann sehen wir ganz oben Kronos. Okay, dann lass uns Silber holen, eine neue Waffe craften und dann geht's ab. Wie teuer ist eine Waffe? Also die erste können wir schon für ein Silber machen. Ah, okay, hier brauchen wir, hierfür brauchen wir Glut. Dreimal Glut, dreimal Silber ist dann die Schattenflamme. Okay. Schwesternklinge. Das klingt eher wie etwas sehr, sehr Schnelles und etwas, was nicht so viel Reichweite hat. Vielleicht sowas wie Fäuste in Hades 1. Wow, Chat! Die ist nackt! In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Why, hello, gorgeous. You look like you can break some hearts even without my aid. Oh, your brother would be so proud, knowing you're fighting for your kin. Hallo, Aphrodite. Göttin der Liebe. Wie ist das Spiel bis jetzt? Schaue nicht zu wegen Spoiler. Bisher sehr, sehr nice. Ist halt quasi nochmal Hades, nur mit ganz vielen neuen Fähigkeiten, weil du natürlich ganz andere Waffen spielst. Ganz viele neue Gegner, neue Bosse, neue Musik. Es ist halt vom Grundprinzip immer noch das gleiche Spiel, aber alles ist quasi neu. Okay, was haben wir? Mein Dreieck... Hallo? Achso. Mein Dreiecksangriff fügt nahen Gegnern größeren Schaden zu. Okay. Dein Bannkreis ziehen Gegner zu sich und bewirken Schwäche. Schwäche war... Betroffene Gegner fügen mindestens 10% weniger Schaden zu. Okay. In jeder Begegnung ist immer ein Gegner von Schwäche betroffen. Du stellst neben schwachen Gegnern Mana wieder her. Ah, okay. Also quasi wird das irgendwie darauf hinauslaufen, dass ich alle Gegner schwäche. Und immer wenn in der Nähe von mir geschwächte Gegner sind, kriege ich halt Mana, ne? Aber ich will mal das hier probieren. Herztusch. Ich kann direkt hier Silber abbauen. Wir haben eine neue Waffe.
Wir können im nächsten Run eine neue Waffe craften. Ja, ich kann Herzen schießen. Halbe Minecraft, ja. Near all of the near endless pathways and suffocating Erebus lead to dead ends and very scarce. Ja, halbe Amor. Ich bring die Leute dazu, dass sie mich lieben. Herr Schwäche war doch, Aphrodite war doch im ersten Teil nicht shit. Das war doch eigentlich ganz nice defensiver, nice defensiver Boon, oder nicht? Also ich habe gerne Aphrodite gehabt im ersten Teil. War halt ein starker defensiver Boon. Ist halt für Damage nicht so wichtig, ne, aber... Manchmal muss man, braucht man noch ein bisschen was Defensives. Weiß nicht mehr, was die gemacht hat. Die debufft die Gegner, dass sie weniger Damage machen. Ich habe nur einen Boon. Dieser Boon wird direkt stärker. Ich benutze halt auch viel zu selten meinen Bann, ne? Dein Angriff hat eine größere Reichweite. Oh, das habe ich die letzten Run gebraucht, ne? Deine Spezialität gewinnt einen Machtschuss, der 20% Schaden zufügt und 5 Mana wiederherstellt. Deine Spezialangriffe, dein Omega-Angriff fügt 40% Schaden und trifft auch seitwärts. Ich denke mal, wir nehmen den langen Schlag. The Master Craftsman's Gift. Schön rein da! Ihr kommt hier nicht raus! Ja, ich sollte viel mehr Bann benutzen. Bann ist eigentlich, der Bannkreis ist eigentlich ganz cool, ne? Oh, hier. Mit Artemis hat die einen Duo-Boon, welcher Crit auf jeden Gegner mit Schwäche macht. Das ist stark. Oh. Was war das hier nochmal? Ich hab's wieder verdrängt. Nee, ich will nicht Leute bannen, ich will die Ungeheuer der Unterwelt bannen. Die Jagd hat begonnen, was? Okay. War das Artemis? Artemis hilft mir gerade. Also ich denke mal, das schießt jemand mit einem Bogen. Mit grünen Pfeilen. Das sieht schon nach Artemis aus. Nice shot. Ja, mach ihn weg! Ja, einfach kurz erwähnt, schon ist sie da, Mann. Okay, also das ist einfach nur Cash. Lord Charon will want this. That ought to do it. Da ist die Chat. It's been too long. Yo! Look at you on your great hunt. Not ideal circumstances, but you've finally begun. Know that the family has your back, surprised as they are about this. Das ist hier, Chat, eines meiner Stream-Intros hier. So sah sie im ersten Teil aus. Ja, die sieht im zweiten Teil sieht sie irgendwie kindlicher aus, oder? Nee, ich finde das Neue auch cool.
No shortage lately of surprises on Olympus or below. It's good to see you, Artemis. But I must be off. Time's against us and all that. Time's an old fool, too busy besieging the Mountain of the Gods to sense the threat headed his way. Go get him. Die sieht erfahrener aus, wenn das Sinn macht. Die sieht hier halt so ein bisschen, also hier sieht sie hier so, hier sieht sie so ein bisschen so aus, als würde die so eher so eine zurückhaltende, vorsichtige, taktische Person sein. Und hier sieht sie so aus, als wäre so eine Draufgängerin. So eine Abenteuerin, so eine Draufgängerin, Alter. Todesurteil. Ein zufälliger Gegner wird gelegentlich markiert. Erleidet er kritischen Schaden, wird er erneut markiert. Okay. Gegner mit mindestens 80% Leben oder 80% Schild erleiden potenziellen kritischen Schaden. Nach einem Spurt fügen deine Omega-Aktionen 2 Sekunden längeren größeren Schaden zu. Okay, aber das sind jetzt keine richtigen... Ich meine, das ist vielleicht not bad. Aber damit könnte ich, glaube ich, öfters Crit landen als mit damit oder damit. Also damit gar kein Crit, aber damit halt, ne? Wir nehmen das hier. Ich muss halt die markierten Gegner jetzt mal angreifen. Ja. Aphrodite. Mit Bosskampf. Von Shy zu Bad. Nicht Bad Bitch, würde ich nicht sagen. Die ist nicht mehr markiert. Ich dachte, der Mark bleibt jetzt die ganze Zeit, solange ich ihn halt mit ihm spiele. Also solange ich ihn halt quasi den Gegner treffe, der den Mark hat, bleibt der Mark auch da. Oh mein Gott. Okay, er kommt wieder. Aphrodite! Ich hab ein bisschen aufs Maul bekommen, aber passt schon. In the name of Hades. Dein Bannkreis ziehen Gegner, das hatten wir vorhin gehabt, ne? Beim Betreten eines Gebietes reservierst du 20 Mana, um deinen Angriff mehr Macht zu verleihen. Nur einen Angriff? Bei 80% oder mehr fügst du größeren Schaden zu. Bonusschaden bei hoher Lebenskraft. Also je mehr Leben ich habe, desto stärker bin ich. Ich krieg gerade aufs Maul, ey. Naja, plus 7, aber zählt das dann nur für einen Schlag? Ich bin gerade verwirrt. Weil mit dem, wir hatten ja das im letzten Run, dass sowas ähnliches gab, aber mit einem Schild. Ich kriege, reserviere 20 Mana und habe ein Schild. Und sobald ich getroffen bin, ist das Schild weg. Das ist dann jetzt auch nur, ich mache einen Angriff und dann mache ich hier normalen Damage. Ich meine, wir können es herausfinden, ne? Ja. Finden wir es einfach mal heraus, ne? Spiel kam gestern raus. Wir müssen doch alles selbst herausfinden. Kein Googeln. Scheint noch reserviert zu sein. Okay. Bleibt wohl durchgehend. Got you. Hey Yami, was geht ab? Der zweite Teil ist bisher sehr geil, ja. Macht sehr, sehr viel Spaß. The underworld of Hades holds more than the souls of the dead.
Riches beyond imagination. Even the remains of the deathless Titans. They'll end up back where they belong. Apollon. Let's go. Oh, nicht rein. Was geht ab? Das ist eine Molly. Das ist eine Mary Jane. Apollo. Got it. Cronus is up to something, but not even Athena knows what. His assaults on Olympus always fail, even if they've kept us occupied. What's his next move? Die Frage ist ja, was ist unser nächster Boon? Dein Angriff fügen größeren Schaden in einem weiteren Bereich zu. Noch größere Angriffe? Dein Sprint ist schneller und bewirkt bei nahen Gegnern Blenden. Dein Bannkreis werden immer größer, bis sie erlöschen. Wir gehen auf die noch größeren Angriffe, Leute. Let's go. Jo, okay, nice. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Die Angriffe sind schon wegen dem Hammer größer und jetzt noch deswegen, Alter. Jetzt geht's ab. Wenn sie jetzt auch noch super strong wären, Alter. Bombe! So. Irgendwo ist noch ein Nest oder so. Nee, gar nicht. Wir sind fertig. Ich hol mir Leben. Die Big Boy Angriffe. Der Dash Angriff ist sehr geil jetzt. Dann schicke ich immer so eine direkt so eine dicke Kugel. Der Dashka-Angriff, genau der Dashka-Angriff. Immer wenn ich den mache, dann kommt immer Gollum rausgesprungen und sagt: Gollum, Gollum, ich mag Zimt oder so. Wir können hier noch mehr Erze abbauen. Nice. Kohle, Kohle, Kohle. Wieso war der Screen gerade so komisch geblurrt? Silver. Und Aaron, dankeschön für 6 Monate. Hi, was geht ab? Kann man in Hades eigentlich auch mega OP werden oder hält sich das relativ in Grenzen? Also im ersten Teil gab es auf jeden Fall Kombinationen und Boons, wo du schon sehr, 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 sehr stark werden konntest, aber nie so wie bei Isaac, dass du irgendwie so komplett broken bist. Also es gibt nie irgendwie so, also vielleicht gibt es, aber ich kenne sie nicht. Aber ich meine nicht, also es ist immer trotzdem, du musst trotzdem dir immer noch Mühe geben. Aber es gibt schon Builds, wo du sehr, sehr stark bist. Aber ja, sowas wie Isaac eher nicht. Nee. So Game-Breaking-Stuff. Molly? Another Molly. Olympus, I accept this message. Und erster Boss wieder, Chat. Reizquelle, episch. In jeder Begegnung ist immer ein Gegner von... Achso, ja. Das kennen wir schon. Schönheitsritual. Beim Verlassen eines Gebietes stellst du 100% Leben wieder her. Wenn du nicht zu viel verloren hast. Ach so, ich muss immer über 80 bleiben. Jedes Mal, wenn du 30 Mana verbrauchst, erzeugst du einen Herzensdieb. Was ist ein Herzensdieb? Ein explosives Geschoss, das dich umkreist. Erlischt nach 20 Sekunden. Klingt echt arsch eigentlich. Ich glaube, ich nehme einfach mal das hier.
Jetzt kommt ja ein Boss, das heißt, der Boss ist direkt geschwächt, I guess. I can do this. There you are. 10 Mana ist stark, though. Ja, ich habe in den letzten 2 Runs Boons gehabt, wo ich super schnell und super easy Mana regenerieren konnte. Das ist jetzt nicht so krass. Aber ja, es bleibt hier Karte als Boss. Ich zeige dir das. Ich bin krass. Ich habe diesmal leider nicht so ein cooles Bild wie beim letzten Mal. Okay, ich mache super viel Damage gegenüber dem anderen Run eigentlich. Aber ich bin diesmal auch nicht so vorsichtig wie beim letzten Mal. Diesmal gehe ich voll rein. Aber gut, mein Main-Angriff ist auch recht stark jetzt durch Apollon. Der ist ja schon fast free hier. Ah, ich bin wieder ein Schwein, ein Schaf. Ich weiß nicht, ob man das dodgen kann. Aber die macht diesmal auch weniger, kleinere Kreise als beim letzten Mal. Schade. Kann sie sich porten? Oh, oh. Oh, ich bin dumm! Man kann, by the way, sehen, wer die echte ist, ne? Dadurch, dass sie eine Schwächung hat von Aphrodite. Prüfung bestanden. Even greater wrath against the enemy is awaiting you below. Hey Kami, hey, die 2 ist bisher sehr nice, ja. Sehr, sehr cool bisher. Ist quasi der erste Teil nochmal, nur in alles neu. Also, anderes Spiel. Aber irgendwie auch nicht, aber ja. Keine Gamba? Ja, der ist ja free. Ich hab, wenn man einmal einen Boss besiegt hat, dann ist er beim zweiten Mal ja free. A word, if you please. Wer ist der denn? Pray, who might you be, my girl? And what compelled you to wander in and out of Erebus? Wer ist der denn? I'm not your girl, old man. My name and business are not your concern. Genau. So it seems. You appear to be quite pressed for time. Forgive this old man. So alt sieht er gar nicht aus. Ist einfach der G-Man halt wirklich. Couldn't have been. Okay, wir sind wieder hier. Okeanos. Ich sollte nicht mit ihr reden, oder? Sie debufft mich immer. Ich sollte einfach weiterlaufen. Wieso mache ich das? Schon wieder. You never understood me, Trouble. Fine, you don't have to. Just remember that I'm doing this for your own good. And actually, mine too. Bye now. Wieso renne ich dich einfach weiter? Ich bin so dumm. Ich nehme mal den Debuff hier mit, einfach. Ja, ist die Umarmungsfrau einfach.
One Smash or Pass für Hades 2. Alle Smash. Diesmal habe ich jetzt nicht so eine OP-Heilung in der Ebene. Jetzt muss ich ja wirklich dodgen. Was ist das denn hier? Gold? Oh, das ist auch Stein, den ich abbauen kann. Hui, Minecraft. Auch die kleine Spinne, auch die kleine Spinne. Digga, ist nur gezeichnet, okay? Ist nicht echt. Oh, Poseidon! Und die kleine Spinne ist ja eigentlich eine Frau gewesen. Die ist nur verwandelt. Das war echt nicht besser. Okay, was haben wir denn hier? Duplikation. Hochwasserschutz. Beim Betreten eines Gebietes reservierst du 30 Mana, um den erlittenen Schaden zu reduzieren. Ah. Ist eigentlich auf meinem Bild gerade ganz nett, weil ich benutze gar keinen Mana, ne? Ich habe schon 20 Mana weggeworfen, damit ich mehr Damage mache. Und jetzt nochmal 30 Mana wegwerfen, um weniger Damage zu bekommen. Dein Bandkreis explodiert, aber nur mein Omega-Bandkreis. Ja, komm. Machen wir. Passt doch ganz gut, denke ich. No Mana-Build, ja. Was war das hier nochmal? Irgendein Gespräch, irgendein Charakter, irgendein NPC. Would you still love me if I was a worm? What's all this? Yeah. Well, would you look at that? Another would-be suitor journeyed far and wide just to gaze upon me. Not that I blame you. And get totally rejected. Fine. You have the wrong idea. I'm not seeking a mate. I don't even know who you are. Smash, das ist einfach nur eine Kutte. What? I'm Narcissus, dummy. The Narcissus. And if you're no would-be suitor, then why don't you relieve me of one of these innumerable gifts the others offered in vain? Then beat it. Meint ihr, der ist ziemlich narzisstisch, Chat? Ach, hinter dem letzten Mal bei dem Logo war die Spinne. Ah, okay. Du hast ein Geschenk mit 30 Mana und 20 Psyche. Du hast ein Geschenk mit 50 Leben und 10 von den Dingern. Ich nehme Silber und Geld. Now you may go. Thanks. Chat, der ist ja gar nicht so narzisstisch, der schenkt mir was. Ich hatte letztens gesehen, bei der Dingens, by the way, would you still love me if I was a worm? Letztens einen Clip gesehen, wo dann gesagt wurde, das ist das Pendant von Männern zu diesem would you still love me if I was a worm? Und zwar, wenn man sagt, hey, ah ja, stimmt. Wenn man sagt, wenn man zu seiner Partnerin, Partner geht und sagt, hey, ich habe herausgefunden, warum mein Penis so klein ist. Und wenn dein Partner dann sagt, wieso, dann hast du ihn erwischt. Always use more. Nicht wieso, sondern ne, wie halt, ne? Merke ich mir. Apollon! Nice. Und hey, Hurengurk. Komm rein, höre Penisse. Ja, was hast du erwartet? Die spielen ein Spiel mit ganz vielen geilen Charakteren. Muss hier weg! Ich muss hier weg! Da passiert was Großes.
Was ist dieses Wasser? Aber das Wasser macht keinen Damage, es stunt nur, ne? Apollon! Oder macht das Damage? Ne, macht keinen Damage, stunt nur. Okay. Okay. Besserer Sprint. Wir können uns langsam einen besseren Sprint vielleicht holen, ne? Deine Angriffe können Blenden bewirken. Blenden macht betroffene Gegner verfehlen mit einer Chance von 20%. Noch stärkere Angriffe, Chat. Komm. Jetzt können wir noch Blenden machen. Hier könnte ich angeln. Hätte ich eine Angel dabei. Aber ich habe eine Spitzhacke. Nochmal Apollon mit Boss. Zum ersten Mal Zwischenboss in Okeanos. Wer ist der denn? Der sieht ja richtig scheiße aus. Einfach mal so Deadrock-Musik hier. Ja! Ja, splittet sich die Scheiße. Ja, wie viel Damage? Verfehlt, er war blind, Chat. Er war blind! Verfehlt! Schon wieder! Ah, diesmal hat er getroffen! Ich mach Small Dicks Jokes in der Nähe meiner Freundin, um ihre Erwartungen gering zu halten. So, deine Bandkreise werden immer größer, bis sie erlöschen. Du fügst bei jeder Begegnung größeren Schaden zu, bis du. Okay, jetzt holen wir uns den Sprint. Jetzt der Sprint. Granatapfel oder Geld? Ja, lass Granatapfel holen. All of it thrives within the foul air and crushing climate. Der Bandkreis hier macht das gegen, wenn ich dir den hier platziere, kommen Gegner dann nicht mehr raus, raus. Und die Gegner kommen, ja, irgendwie so. Die kommen dann nicht mehr raus. Und ich kann halt ihn noch casten und jetzt stärker machen, dann explodiert er. Dann explodiert er und macht auch noch Damage. Das andere Symbol war Shop. Das war ein Symbol für Shop. Ich dachte, da kriege ich einfach nur Geld. Shop ist doch Schädel und Beutel. Eins von beiden auf jeden Fall. Okay, wir können eines der Booms verbessern. In jeder Begegnung ist immer 1%. Boah, wieso die Boons alle? Schneller sprinten, I guess. Noch mehr Steine? Was haben wir denn hier? Ja, nehmen wir das wieder. Damit können wir uns ja permanente Upgrades kaufen. Das ist immer ganz nett.
Komm, geh in die Luft! Bleib drin! Noch mehr. Oh, nicht die Schildkröten, Krabben. Ich hasse die. Ha, Hilfe! 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 Was ist das? Fuck, Bui! Junge, so schnell. Okay, das ist bestimmt Shop, ne? Ich hab viel Geld. Ja, das ist Shop. Noch mehr Aphrodite. Such as these into the worst of places. But we make it worth his while, don't you worry about that. Schöne Haare hat sie. Okay. Jedes Mal, wenn du 30 Mann. Ne, das kennen wir schon. Ja, wir können jetzt den Bandkreis vielleicht holen, dann benutze ich den öfters, I guess. Dann kriegen die Gegner auch Schwäche. Wir können das hier mitnehmen, wir können auch das hier mitnehmen. Ganzen Shop leer kaufen. So, was verbessern wir? Schaden durch Angriffe, hier. Der Nova-Schlag. Ich mach mehr Damage. Ja, ich habe 24 Leben, Chat. Machen wir eine Gamba? Boah, was? Als ob. Okay, das ist ja krass. Wenn er das ja sagt, dann bin ich echt gespannt, wie das Spiel noch wird. Yes, my lord. I met Apollo, Grandmother, Uncle Poseidon. I've known Artemis and Hermes for so long. I'm impressed they kept my secret from the others all this time. Okay, Chad, machen wir eine Gamba. Wird eine traurige Gamba, oder? Ich meine, ich bin diesmal mit mehr Leben am Start als beim letzten Mal. Letztes Mal hatte ich 15 Leben, diesmal habe ich 24 Leben. Und ich habe noch ein extra Leben, Chat. Wenn ich sterbe, stehe ich wieder aus. I'm here for the show. Das packsche! Joshua! Be safe, Lord Charon. Okay, die Band wieder, Chat. Ich dreh auf! Ich dreh auf! Banger kommt! She's come back! You ready for another show, lady? We've been rehearsing our material, practicing non-stop, because one day I'm gonna be a star. Oh, me and the gals. What do your musical ambitions have to do with unprovoked acts of violence against me? She's just heckling us, gals. Ignore her and take it from the top. 2, 3, 4! Was ist das? Ah!
macht gar keinen Damage! Vierter! Der hat ein Schild, der Gitarrenspieler. Ey, wie cool das ist! Die Musik, Chat! Ich hab den Gitarristen getötet, es kommen keine E-Gitarren mehr. Ich hab den Drummer getötet, es kommen keine Drums mehr. Jetzt nur noch sie und Bassgitarre. Jetzt sind alle weg. Solo. Alle sind wieder da. Jetzt kommt wieder Schlagzeug und Gitarre. Oh! Was ist das? Wohin mit mir? Okay, Backstory von mir. One. It is the dead of night within a haunted, barely moonlit thicket at the underworld's edge. There, a young forsaken princess hunts her prey. Ready or not, hence I go. Oh, ich spiele sie. Auf einmal Vergangenheit hier. Unser Prey ist Hypnos. Nee, doch nicht, okay. Hypnos soll auf die kleine Prinzessin aufpassen, aber er schläft die ganze Zeit. The keen-eyed princess finds a set of tracks, suggesting that her foe trod through this dusty ground not very long before. Shush, Homer. How shall I ever catch her if you're going to describe my every move? She's ja cute. I've no idea to whom you refer, to whom the Princess of the Dead refers, as she continues on her fateful search. Vierte Wand wurde gebrochen. Sie spricht mit dem Erzähler. Help me look. You'll find her yet. Odysseus, have you seen Hecate about? Hecate? Not in a little while, little goddess. Though I'd expect that pointy hat of hers to give her away. I'll look for it. Ich spiele Versteck mit Hecate. She's got to be around here somewhere, little goddess. There. Ein Honigsplitter, danke für 9 Monate. Guten Abend, ihr wunderschönen Menschen. Du bist wunderschön. Da, ich hab sie. Malenoe. Ich hab dich. Got you, Hecate. You're dead. Du bist tot einfach. So funktioniert Verstecken spielen. Got me, you did, Malenoe. But I dare say I can escape your clutches yet. Hey. Oh.
can't hide from me. Hi, Shades. Is Hecate about? Huh. Not seen her, huh? Over there. Perceptive. There you are. Got you again. Ah, so persistent. Give up already, witch. For I'm a titaness. You cannot vanquish me. Hecate, auch voll cute, Mann. Ich zucke immer zusammen, wenn ich höre, wie die hier Homer aussprechen. Ja, ich war auch gerade verwirrt. Was das für eine Aussprache war. Ihr Lachen kam von hier. Hecate! Ah, da, lol. I got you. Hecate? What's the matter? Oh, it's merely that I've not heard your laughter before. Reminded me of your mother. Aww. Much preferable sound to that of grief. I promise not to cry again. I still get sad sometimes, but not as much. Aww. Do not make promises you cannot keep. When tears well up, let them spill forth. They're not so precious that they need be contained. But you never cry, Hecate. And I wish to become strong like you. So that I might find Kronos and destroy him for what he's done. And then you could hear my mother's laugh again. Und dann kriegst du auch solche Bauchmuskeln. And I shall do everything in my power to prepare you. So that you may succeed where I failed. If not for your family's sake, then for your birthright. As the princess of the underworld. What do you mean you failed? You tried to beat Kronos yourself? He hurt you? Concern yourself with your own pain, not mine. Destroying Kronos shall not change the past, and the pain shall linger. Though assert itself less frequently with age. Kam gestern raus. But enough of this. On the morrow, we shall teach you to hunt greater prey. Truly? Oh, death to Kronos. Death to Kronos! Was sagt Frosch? All my life I've prepared, and I'm nowhere near ready, am I? Er sagt immer das, was er immer sagt. Aber, Chat, neue Waffe. Ever think maybe we're just not cut out for this, Mel? Me with the haunting, you with the... What are you trying to do again? Spuken. Ich dachte, spucken. Hä, was für spucken? Find the Titan of Time. Punish him for his crimes against my family. Restore the rightful ruler of the underworld. Hey, you're cut out for haunting, Dora. Oh, thanks. Just like I'm sure you're cut out for all that other stuff. Was ist die Story? Die spielt wohl nach dem ersten Teil und Zagreus' Mom und Hades wurden alle wohl bezwungen. Sie ist halt die kleine Schwester. Da. Die wurden alle von Kronos, dem Titan, besiegt. Keine Ahnung, getötet, gefangen genommen, I don't know. Und sie möchte jetzt Rache. Und seit sie klein ist, trainiert sie, um sich irgendwann zu rächen. Was haben wir hier? I've had these in my head for long enough. Ersuche drei Schicksalsgöttinnen, die dir in Zeiten der Not beistehen. Nach dem Abschluss einer Begegnung nimmst du alle wertvollen Regenzien in deiner Umgebung wahr. Okay. Erschaffe zwei Beete, in denen du und andere Pflanzen kultivieren kannst. Ich kann was anpflanzen, Leute. Oh, hier das Getränk. Das Getränk war im ersten Teil wichtig, um die Charakterstories voranzustreiten. Man musste denen immer dieses Getränk geben. Oh, Daughters of Night, who can see all tomorrows, please help me avenge both our family's sorrows. Nothing. They didn't listen.
I guess wir holen uns einfach alles, ne? Let's begin. Ich löse die Gambe auf, wenn ich eine neue starte, ja. Du hast gewonnen. Nee, du hast verloren. Great tree of life, please listen to my thoughts. So mote it be. Such sorcery. Jetzt können wir was anpflanzen. Nightshade seeds. Let's see. Wir können was anpflanzen. Nachtsamen. Kann aus Fundstellen im Meer geborgt werden. Wofür brauchen wir einen Silberspaten? Ah, okay. Oh, lass mal was anpflanzen. Fünf? Bedeutet wahrscheinlich fünf Runs oder so brauche ich? Oder fünf Begegnungen oder so? As life have laid down at the bottom of the sea. All sorts of nastiness lurking there, that the reports make. Bubba hat's angepflanzt, ja. I wager you've seen some things. You'd win that wager handily. The worst of them has to be the sea monstrous called Skeeter. Ja, der Boss ist echt stark. They have this ridiculous act. Was für lächerliche Gesangsnummer, der Song ist Banger. What skill is still around? The sirens no less. It's a wonder you made it back. But please tell me you didn't listen to a word they sang. Oh, I heard an earful. Die Dog ist perfekt. How fair my favorite hound and polecat friends. Irgendwie Spielzeuge oder so. Oh, Nemesis ist wieder da. You passed her a little test that time. Must have felt so good beating her ass to the ground. Don't get to spar with her, so. Das ist eine richtige Mami, oder? We're not just sparring. You don't know our craft. I know I could take her. Hatte ich noch Knochen gehabt? Nee, ne? Oh, gut. So, dann lass mal wieder neue Upgrades holen. Was können wir uns denn hier Schönes holen? Sprint ist schneller. Du hältst alle fünf Gebiete einen Bonus von 3 Leben und 3 können wir nicht holen. Du erstellst pro Sekunde 2 Mana wieder her. Oh, das ist sehr gut. Dann habe ich immer eine passive Mana-Regeneration. Das ist ganz cool. Zwar nur 2, aber halt überhaupt generell mal eine Regeneration. Ist schon mal sehr gut. Wissensunzureichend. Deine Arkane kann nicht aktiviert werden, weil ihre Macht dein aktuelles Wissen übersteigt. Benutze die Anzeige oben rechts, um dein Wissen zu erhöhen oder deaktiviere deine Arkane. I lack the grasp for this. Wie komme ich darüber? Hier. Ah, hier brauchen wir jetzt die Psyche. Da man sieht es jetzt. Ich habe jetzt das ist jetzt insgesamt bei den Karten ist in der Ecke so ein Handsymbol, ne? 1, 1, also 2 plus 2 sind 4, plus 2 sind 6, plus 4 sind 10, plus. Ne, ich habe mich verrechnet. Ich bin gerade bei 10 und habe gerade eine 5er gezogen. Müsste ich jetzt nicht bei 15 sein? 2, 4, 6, 10. Aber da steht 12. Ach so, ich würde mit einem Upgrade würde ich 12 haben. Naja, der 5er ist nicht aktiviert. Ja. Okay, beim nächsten Upgrade gehen wir hoch auf 14. Okay. Okay, jetzt verstehe ich auch, wofür wir diese Psyche brauchen. Ne? So, neue Waffe, Chat! Nice. Und wir müssen noch einmal den ersten Boss besiegen und dann können wir die Schattenflamme holen, die nächste Waffe. Join with me. Ui, Schwesternklinge. Können wir schon eine Schaufel oder eine Angel machen? Ja, können wir. Silberspaten und hier. Besänftige einsame Schatten und locke sie zur Wegekreuzung, um große Menge an Psyche zu erhalten. Ja, let's go. The Tablet of Peace. You are mine now. A trusty tool indeed. Muss ich das jetzt ausrüsten? Ja, okay. Man kann immer nur einen mitnehmen. Okay, was haben wir hier mit der Waffe? Okay. Spezial ist.
Okay, ich werfe ein Messer und wenn ich auflade, werfe ich ganz viele Messer, wie so ein Bogen in Hades 1. Wenn ich den normalen Angriff auflade, dann kann ich mich dabei auch noch bewegen. Okay, und dann okay, porte ich mich zu ihm. Und der Bannkreis ist der ganz normale Bannkreis. Okay, mal gucken, wie stark das ist. Also ich kann mir nichts beides holen. Also ich könnte theoretisch noch Angelrute kann ich den Silberspaten. Ich kann halt immer nur eins mitnehmen mit in den Dungeon, ne? Jetzt habe ich jetzt mal das Tafelding mitgenommen. Okay, ich bin gespannt, wie damit jetzt der Run laufen wird. Wie ist das Spiel? Bisher sehr, sehr nice. Ich habe sehr viel Spaß. Ich bin auch schon ein bisschen addicted. Was bist du denn? Ist das Hecate? Nee, Selene. Weil Hecate auch überall so Monde hat. Wow! Cycles now are intertwined, as I no longer can afford merely to watch. Whichever threat we face, I vow to shine for you. Wer ist die denn? Inkarnation des Mondes. Das ist die aus Avatar. Behold my light. Dein Mondzauber feuert eine zielsuchende Verwandlungszauber auf bis zu 10 anfällig. Was für ein Mondzauber? Das ist ein komplett neuer Angriff auf LR2. Betroffene Gegner werden in harmlose Tierchen verwandelt. Okay, Mondstrahl. Dein Mondzauber feuert einen Strahl ab, der bis zu 3 Sekunden anhält und maximal 1200 Schaden zufügt. Aber ich verbrauche 120 Mana. Dein Mondzauber verlangsamt die Welt um dich herum. Für 5 Sekunden. Der nächste Pfad der Sterne, den du findest, verstärkt ihn plus 2. Gibt es viele neue Sachen? Ja, alles ist so gesehen neu. Weil du spielst ja nicht mehr Zagoras, dementsprechend hast du ja komplett neue Waffen, komplett neue Mechaniken, dementsprechend sind auch alle Boons komplett anders. Alles ist neu. Ja, das ist sowas wie eine Ult, ja. Ich hol mir den dicken Strahlchat. Wir haben nicht dafür genug Mana. Ging trotzdem. Check ich nicht. You fought beautifully. Ach, ich muss in dem Raum so viel Mana verbrauchen, damit ich ihn einsetzen kann. Okay, wir müssen in dem Run einen Run machen, wo wir viel Mana benutzen und viele regenerieren. Let's go. Let's begin. Okay, die Dolche sind cool. Okay, die Dolche sind cool. Ich mögen Dolche. Dass man zu Gegnern porten kann, ist cool. Verbraucht auch nur 10 Mana. Das ist cool, okay. Also was heißt Dolch? Das ist ja irgendwie ein Sichel und ein Dolch oder so. Okay, das ist geil. Das ist geil. Deine Omega-Angriff gewinnt pro Begegnung 5 Macht für jeden Gegner, den du damit tötest.
Was ist eine Begegnung der gefährlichen Art? Du musst deine Gegner bezwingen, um weiterzukommen. Also eine Begegnung ist einfach nur ein normaler Raum. Okay. Deine Spezialitäten fügen 40% Schaden zu und deine Omega-Spezialität fällt bis zu 16 Messer. Okay. Du hältst deinen Angriff gedrückt, um schnell zuzuschlagen. Kannst aber deine... Das ist wie bei den Fäusten in dem ersten Teil, Chat. Ja, okay, Kaiser. Viel Erfolg beim Einkaufen. Nee, ich will auch nicht den Spam holen. Ich glaube, ich will das hier haben. Das klingt cool. Blutiger Hinterhalt. Ich werde immer stärker und stärker. Fine work as always. The river Cocytus winds through endless misty passageways. The wailing souls within its length. Auch wenn ich im ersten Teil das auch sehr gerne mochte. Dass man bei den Fäusten einfach noch halten muss. Das war ganz cool immer. Ja, die Dolche machen Spaß. Dolche machen Spaß. Some bones for later use. Oh, Hecate. Wie heißt die? Ich hab vergessen, wie die heißt, Alter. Die Omi. Bisschen Feuer. Return to dust. Return to dust. Hecate, nee, wie hieß sie? Hecates Hestia, genau. It's no use. Kein Mana mehr. Oh, ich bin dumm, Chat. Hestia. Ich hatte ja vorhin an meinem Tisch habe ich die Arkane gekauft, dass ich Mana regeneriere. Ich hab's ja gar nicht ausgerüstet. Ich bin gerade die ganze Zeit mit dem Kopf, mit dem Gedanken da drin, dass ich ja eh Mana die ganze Zeit regeneriere. Scheiße. Wir brauchen irgendwas Mana regenerierendes. Dr. Selene's moonlight shine on you, eh? I'll not deny it has a certain power and allure. But such a cold and distant light next to a scorching flame? There's no comparison. Oh, Flamme ist schon geil. Dein Sprint zerstört Geschosse. Dein Bahnkreis bewirkt bei Gegnern wiederholt Versengen. Deine Spezialität bewirken Versengen. Ja, ich könnte theoretisch das. Ja, ist eigentlich scheißegal. Ich könnte halt das hier nehmen und dann mache ich immer den Kreis auf dem Boden. Und hau dann drauf, während er verbrennt. Ich könnte aber auch das hier nehmen und einen Dolch auf ihn werfen, auf den Gegner. Er brennt und ich kämpfe. Aber ich denke mal, das ist besser für Crowd Control, I guess. Ja, komm. Machen wir mal. I accept this gift. Leider kein Versengen. Oh, Apollon. Kein Versengen auf den normalen Angriff, ne? Ich wünschte, Ares wäre in Hades 2. Gibt's ihn denn nicht? Vielleicht kommt er noch. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das hier? Scheiße. Ah! Der macht dumm Damage, der macht Damage. Wieso ist nicht vorbei? Das ist nur ein kleiner Gegner. Der hat die Tentakeln geschossen. Oh. Back to the dark with you. Out with you. When Artemis first told me your tale, I figured it was just one of her pranks. Taking on the Titan yourself, come on. But it did sound like something a vengeful child of Hades might attempt.
Aber eigentlich ist das gar nicht so abwegig, dass ein rachsüchtiges Kind des Hades so etwas Verrücktes versuchen würde. Ach so, das ist auf die Prinzessin bezogen. Der Fakt, das Croissant kommt ursprünglich aus Österreich. Es wurde nach der zweiten Wiener Türkenbelagerung als Symbol des Sieges gegen die Osmanen erschaffen. Es soll den osmanischen Halbmond darstellen. Oh, cooler Fakt. Und Sergeant Helly, Dankeschön für den Prime Sub. Während du in deinem Bannkreis stehst, stellst du langsam Mana wieder her. Wenn du Schaden erleidest, aber das wäre eigentlich auch not bad, ne? Wenn mein Bannkreis immer größer und größer wird und es ist die ganze Zeit am Brennen, aber eigentlich ist das hier perfekt, ne? Weil ich stehe in meinem Bannkreis mit dem Feuer und kriege Mana, ne? Das ist eigentlich ganz geil. Very well. Der hat noch einen Angriff geschafft. Ja, ich krieg meine Ult nicht aufgeladen. Ich muss ja innerhalb eines Raumes dann 120 Mana benutzen. Die Scheiße schon. Aber sie braucht halt nur 10 Mana, ne? My reagent sensing incantation took effect. Ja, I guess leben, ne? Ich weiß nicht, ob ich damit weit kommen werde. Also die Dolche machen schon Spaß, aber ich habe das Gefühl, der Stab ist schon echt OP. Was heißt OP? Aber superior. Nicht. Ja, mal schauen. Hier. NPC besuchen. Hab das Gefühl, die Bannkreis-Upgrades sind alle ziemlich broken. Ja, ich benutze sie noch zu selten. Spinne! Intricately woven spider silk ensconcing the environs of one gloom-filled recess within Erebus. Rivals in quality, even the weavings of the gods themselves. Arachne knows her stuff. Boah, ich muss heute Abend auf jeden Fall nach dem Stream HDMI-Kabel verlegen zum Fernsehen und dann ganz geil auf der Couch die Scheiße grinden, Alter. Oh, it's been too long. Arachne, was sagt Spinne? The outfit you wove for me was so beautiful. I'm sorry to say I got into a bit of a scrape or two. And I'm afraid it didn't survive. Oh, that's quite all right, silly. It wasn't made to last. What is? It was made to be in the moment with you. Now here, I've plenty more. Okay, wir können uns wieder ein Kleidchen aussuchen.
du legst ein Gewand mit 10 Rüstungen an, das den Schaden deiner Bandkreise um 100% erhöht. An sich geil. Aber es ist nur 10 Gewand. Aber der Bandkreis-Update bleibt trotzdem die ganze Zeit da, ne? Heilung. Legst ein Gewand, das deine kanalisierten Aktionen um 40% beschleunigt. Ja, komm, stärkere Bandkreise. Ist zwar nur ein kleiner Rüstungseffekt, aber hey. Granatenapfel. Let's go. Graden wir mal vielleicht den Bandkreis noch weiter auf. Noch mehr Feuer. Oh mein Gott. Mein Schild ist weg. Oh mein Gott, ich bin schlecht. Oh mein Gott, ich bin schlecht. Oh mein Gott, ich bin so gigaschlecht gerade. Der Mond ist ready! Für den einen Gegner, Chat? Der Overkill. Ja, noch stärker, mein Feuerzirkel. Feeling fine. Shop. Ja, lass Shop gehen, ne? Ich habe aber noch nichts gefunden, wo ich mal dieses Buch, was ich mitgenommen habe. Ah, hier ist es. Let me help you. Why don't we try again? Was? Look upon me. First. Was? 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 Gedrückt halten. Ich habe das ganz vergessen. Vielleicht habe ich mehrere Geister schon gefunden, die ich hätte besänftigen können. Er ist hier. Ja, ist Early Access, müssen wir auf dem Discord beschweren. Und sagen, die Beschreibung ist kacke. Okay, deine Angriffe bewirken Versengen. Hier, nice. Das noch mit. Boah, was würde er wohl dazu sagen? Ich bin echt gespannt. Oh, das ist krass, ja, stimmt eigentlich. Hat er recht. Ja, ich weiß echt nicht, ob ich mit dem Bild den Boss schaffe, Leute. Also ich glaube, der Boss ist jetzt nicht free, ne? Wie beim letzten Run. Wir könnten gerne eine Gamba machen. Das ist wieder Hecate. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich habe 35 Leben. Ich kann einmal wiederbelebt werden. Ich kann mich nicht heilen. Farewell, Lord Charon. Prompt as ever. I'll get him, Headmistress. I swear it. All that you've taught, I'll bring to bear. And no matter the obstacles that stand in the way, Kronos shall fall by my hand. I require no convincing, Malinoe, although perhaps you do. However much I've taught, what's important is you're a capable student. I have to be more than that. Come now. Hmm.
Ja, sieht gar nicht gut aus. Totgerotzt! Ich werde nicht zum Schaf. Verkackt. Das war echt scheiße. Hatte ich Mond ready gehabt? Ich habe nicht gesehen, dass ich habe an Mond gar nicht gedacht. The fire stepping princess stands alone. Okay, ich habe jetzt ein Dingens bekommen. Ein Buch. Ich hasse dich. Bockt sehr, sehr geil. Macht sehr viel Spaß. Und hi. He's back. Ah, there you are. Hab ersten Teil 85 Stunden, freue mich da. Wenn der erste Teil dir gefallen hat, dann wirst du den auch lieben. Der macht bisher sehr, sehr viel Spaß. Der G-Man ist wieder da! You have returned. Or lost your way, perhaps. In those interminable passageways beyond. I know where I'm going. Whom do I address? And what are you doing here yourself in such a place? My name and business are not your concern. Is that not what you said? Ah, the impertinence. Schachmatt! Ohne Reverse gespielt! Er hat sich interessant gemacht. Und jetzt will sie doch seinen Namen wissen. Erst hat sie gesagt, ne, der Name juckt mich nicht, Digga. Und jetzt? Jetzt ist er doch irgendwie müsst ihr schon interessant, ne? Ja, lass mal sterben, ne? No Aris, thanks the gods. The underworld plunges deeper than the deepest sea. Yet there are such places. One dark abyss next to Ich weiß nicht mal, ob ich diesmal bis zu der Band komme. Ich komme mit der Waffe nicht so gut klar wie mit der anderen. Die andere hat aber auch super viel Reichweite, ne? Okay, wir können einen zweiten öffnen.
Vielleicht ist da was Interessanteres? Ich bin gerade in seinen Angriff reingesprungen. Ich bin so dämlich. Ah, Aphrodite. Nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe. Aber können wir mitnehmen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Die Gegner hasse ich so sehr, ne? Hoppa! Das Wasser da. Ich hab so eine scheiß Kugel, Mann. So. So, Aphrodite, was gibt's? Du bist ein Maker, du packst das. Ja, mal schauen. Vielleicht kriege ich irgendwas noch Krasses. Gutes Design. Beim Betreten eines Gebiets reservierst du... Okay, mehr Damage. Herzensbrecherin. Ja, ich denke mal, wir gehen auf mehr Damage. Im Nahkampf. Das ist ein Shop, ne? Ich habe nicht so viel Geld. Ich glaube, Shop lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ein Shop lohnt sich nicht. Was? Give up already, girl. Was? Kronos! Der Typ war Kronos! I know where you go. You shall not get there. Der G-Man ist Kronos! Unfortunately, we shall never know if yours was a mere empty threat, for you are going on a little time out, at least until some other matters are resolved. No. Ich bin in Hades 1 gelandet. Ich bin wieder im ersten Teil, Chat. Das ist die zweite Ebene des ersten Teils. Hier ist Zagreus immer rumgelaufen. Bleibe im Ring. Oh. Hilfe? Wie lange soll ich drin bleiben? Wahrscheinlich bis die 100% voll sind, ne? Oh nein! Ich wollte wissen, was passiert! Wer bist du denn? I regret having to contact you at such a time. It's not my custom to intervene during moments of doom, only to observe. Moments of doom. You're Lord Moros, emissary of the Three Fates. So your sisters heard me after all. They expected me to find you, for there's something they intend for you to have. Wherever you're going, look for it when you arrive. I'm uncertain if we'll meet again. Farewell. Okay, Inkarnation des Unheils. Moros. It's been an honor. Wait. Die Schicksalsliste. Was passiert? War kurz weg, bin tot.
Krotus war's. He's gone. I just met Doom incarnate, Phrynos. Not sure I should be excited about that. Leibhaftigen. Neil, Dora, couldn't help but notice that my jar collection wasn't sorted properly. I would never store fungus with herbs. Are you trying to subtly drive me mad? No. Although now that you put it that way, maybe in the future, yes. I was working on minor possessions and your mushroom bottle kind of slipped. Stark. So I put it back. You put it incorrectly back. I... Just tell me of such things next time, would you? Ich mag Dora. hey Donovan. Ist sehr nice, das Spiel bisher. Sehr, sehr nice. Und hey, Count Niklas. Du bist bis Kronos gekommen? Also nicht bis zum letzten Boss, sondern... Er hat mich aufgehalten. Dazwischen. Das ist die Schicksalsliste. This is from the Three Fates. Ja, beim Wechseln zum nächsten Raum, zur nächsten Begegnung, hat er die Zeit gefreezed und hat mich in die Vergangenheit geschickt und ich musste in Hades 1 kämpfen. Die Tochter des Belohnung einfordern, okay, haben wir schon. Bezwinge den Hüter des Tartaros, okay. Triff den Boten, okay. Okay, okay, okay. Silberspaten und Angelrute noch herstellen. Okay. Ja, so ein paar Sidequests nebenbei, ne? Rise and shine. Rise and shine or shine. Move ourselves, so does our craft. This should help. By moonlight and the dust of ancient bone, awaken in this cauldron the unknown. Einfach alles craften. I felt your word. It is done. Trainiere dein Gedächtnis, öffne ein Rezept und drücke Dreieck, um auf einen Blick zu sehen, welche Ressourcen du benötigst. Nehmen wir auch mit. Askion Katoski. So, ich hätte, glaube ich, ein paar Knochen gesammelt, ne? Die können wir für Psyche tauschen. Oh, ich könnte auch eigentlich immer da drauf sparen, ne? Hier. Schicksalsgewebe, das brauchen wir für die Angelrute, glaube ich. Headmistress, I saw him, Chronos. First beyond Erebus in the guise of an old man. He then attempted to ensnare me in some vision out of time. The river aflame, everything ablaze. Still your heart, Melinoe, you're safe. And you were able to return again, which means that all your training served you well. So then, he realizes who you are. So he claims. I broke free from his spell like it was second nature, but neither could I raise a hand against him. What must I do now? Nothing has changed. You're to confront him down where he resides, where your mother and father rightly ought to be. But go with patience, not with haste. He may know something of your... Der ist sogar quasi dort im Hub, wo man im ersten Teil immer war. Dort ist quasi der Endboss. Dort sitzt er. Yes, Headmistress. Da müssen wir hin. Nemesis on break, I guess. Aber wie soll man den bekämpfen, wenn er die Zeit einfach anhalten kann? Der ist ja übelst OP eigentlich. Goddess, you look as though you've seen a ghost, if you'll forgive the very antiquated mortal turn of phrase, Goddess. So we'd say to someone looking disconcerted. Things all right? Yes and no. I saw Chronos out there. I thought he had me, but I broke free from his spell. This was in Oceanus, though I also caught him snooping near the pathways out of Erebus. Damn it. Our reports said nothing of the sort, but then... some of our Shade informants haven't yet returned. We had expected Chronos to stay put in the lowest reaches. He must have caused enough of a stir to catch his notice. Ich habe hauptsächlich gegen meine Lehrerin gekämpft. Damit habe ich ihn provoziert. I've hardly been discreet in my approach. Is there truly no other way? We reckon not. We're counting on him thinking you're inconsequential to his plans. As for our own, I shall go over this with the good witch. Be safe, and cheers for the report. Of course. Dogus? You two, please keep an eye on things while I'm away. So. Ja, ich denke, das war's dann, ne? Also ich guck mir noch die neue Waffe kurz an. Wisdom of the Ages.
Don't have enough just yet. Dann gehe ich mies pissen, hol mir einen Snack und dann gehen wir im Frauentausch rein. Hier. Much deeper than it looks. Schattenflamme. Now. Ignium, the umbral flames. Incinerate my foes and light my path. Das sind zwei Fackeln! Okay. Oh lol, das ist eine Timing-Waffe. Wenn ich einfach nur spamme? Ich muss im richtigen Timing drücken. Oder? Nee, hä? Ich bin so verwirrt. Ach, ich muss halten. Oh lol, ich bin dumm. Ich muss einfach nur halten. Boah, okay, das ist. Damit frisst die Mana durchgehend. Okay. Okay, das ist der Viereckangriff. Der Dreieck? Okay, dann beschwört man so kleine Dinge um sich herum. Und wenn ich nur Dreieck drücke, kommt nur eine. Und die verschwindet dann recht schnell. Okay, und der Bannkreis bleibt der Bannkreis, ne? Der Bannkreis ist quasi wie bei Hades der Wurf, ne? Der bleibt auch bei jeder Waffe immer der gleiche. Moment, die Dinger haben Gesichter. Sehe ich das richtig? Die bouncen auch noch ab! Die bouncen auch noch ab! Tennisklasse. Okay, das ist interessant. Das könnte actually eine coole Waffe sein. Dass irgendwie solche Kombos kommen, dass diese Köpfe länger unterwegs bleiben. Also irgendwie so, wenn du den Hammer findest, dass so ein Upgrade kommt, dass die Köpfe länger bleiben und dementsprechend dann auch öfters abbouncen oder so. Das könnte wirklich funny werden. Dann haben wir als nächstes Mondstein-Axt, Flieg und Sieg. Und dann habe ich alle, ne? Nur noch die Axt. Dafür müsste ich wieder die Pickaxe nehmen. Ja, ich finde es auch crazy, dass das schon mehr Content hat als der erste Teil insgesamt. Aber im Hauptmenü steht auch, dass das die 0.9-Version ist, also quasi schon fast fertig. Weil in der Regel ist ja die 1.0-Version die Full-Version. The moon is new. Da oben, aber jetzt auch da. Da, 0.9. Also vielleicht werden wir ganz viel noch 0.91 haben und so. Und 0.91, das ist gerade bei 0.09279. Vielleicht ist das nächste große Patch 0.90280. So funktioniert 09 nicht. Könnte auch 020 sein. Aber ist ja schon 090. Dann wäre ja 020 wäre ja wieder von vorne. Oh. Ja gut, Chat. Also sehr, sehr nice. Ich bin schon addicted, Mann. Am liebsten würde ich jetzt einfach die ganze Nacht durchballern. Aber ja. Ich gehe mir kurz einen Snack holen, Chat. Muss dringend auf Toilette. Und dann gucken wir uns eine Frauentausch-Folge an. Ich habe eine rausgesucht, wo es um eine Familie geht, wo der Sohn und der Ehemann computerspielsüchtig sind. Das wird wahrscheinlich gottlos scheiße. Aber ich habe Bock.
Das könnte funny werden. Und für die YouTube-Zuschauer, für euch ist leider hier an dieser Stelle Schluss, weil ich kann das auf YouTube nicht streamen.